Ja, huhu, da draußen, entschuldigt die kurze Verspätung. Wir sind ja noch innerhalb der akademischen Viertelstunde. Herzlich willkommen bei der Science-Runde auf Twitch heute mal ausnahmsweise. Und wenn das alles gut klappt, auch in Zukunft, weil ich diese Sache hier besser finde als Google Hangouts. Damn you, Google. So. Wir spielen eine Runde Science Hero. Und zwar diesen schönen Kampagnenband, den ich in die Kamera halte, und das wird sowieso spiegeln und es wird niemand sehen. Hier, da, bitteschön. Falls irgendjemand uns reinschaltet und noch nicht alles weiß und so, es gibt auf YouTube, den Link geht's unten runter, schon ganz viele Teile von dieser Runde. Guckt euch die doch auch mal an, dann wisst ihr, worum es geht. Wir werden gleich noch kurz zusammenfassen, was denn vorher schon passiert ist. Falls jemand jetzt auf dem Max Monster wartet, als merkwürdiger, komischer Zwerg, der beim letzten Mal ja kurz dabei war, der kann heute leider nicht. Das ist nur ein Fehler von mir. Ich hatte dem einfach den Termin nicht weitergeleitet. Ja, so passiert es manchmal. Was wollte ich noch sagen? Nichts mehr. Wir können eigentlich direkt schon anfangen. Achso, ich wollte euch noch vorstellen. Haha. Es spielen heute mit. Es ist eine, falls ihr das auch nicht kennt, das muss man auf Twitch ja mal sagen. Denn die Leute sind ja nur gewohnt, dass Leute hier LOL spielen und so. Das ist Pen and Paper. Also wir spielen ein Rollenspiel und das passiert nur hier im Kopf. Und ihr dürft zuhören. Ja, mit mir dabei als Anna Scion of Heimdall, also Tochter des Heimdall. Nicht, dass jetzt irgendein Kind schreibt in der Schule, Cyan würde Tochter heißen, aber es ne, ist. Egal. Cyan auf die gute Backfisch. Dann haben wir dabei die Leopardin 202 als Karen, Cyan auf Freya und Feder als Hilla, Cyan auf Hel. Und last but not least der Sigur, Cyan auf Tyr. Und der wird gespielt von Pölle. Und falls ihr auch mal bei sowas mitmachen wollt oder so, dann guckt doch mal in den Nerdpool, www.nerdpoolforum.de. Auch den Link gibt es unten drunter. Und jetzt darf irgendjemand zusammenfassen, was beim letzten Mal passiert ist. Man kann uns hören und sehen. Das ist super. Also am Anfang war alles dunkel. Nicht so weit vorne ausholen. Ach so. Okay, ich dachte, du hast gesagt ganz Die vorne. Erde war wüst und leer, ja. Der Genau. Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Du bist ja mit drei Theologen hier drin, das versuchst gar nicht erst. Okay, ich bin geschlagen. Ja, was ist passiert? Genau, irgendwer kam mit einer super tollen Prophezeiung um die Ecke. Es gibt einen Stein, mit dem kann man das Wetter kontrollieren. Und das heißt das Herz des Winters. Ja. Und wenn das die bösen, bösen Antagonisten in die Hände bekommen, dann ist es halt Die schlecht. sogenannten Titanen, ja. Genau, die Also, sogenannten Titanen, um es mal zu die erzählen, anscheinend sich. wir spielen in einer parallelen Universum, also in einem möglichen Universum zu unserer Zeit. Allerdings gibt es Götter, unter anderem auch das nordische Pantheon. Und die setzen hin und wieder auch mal Kinder in die Welt und die haben natürlich auch irgendwelche göttlichen Kräfte. Und natürlich, wenn es Götter gibt, gibt es auch Gegengötter, also die sogenannten Titanen. Und gegen die muss gekämpft werden. Also das ist grob die Story. Ja, du darfst Genau. weitererzählen, wenn du magst. Und die Titanen haben unter anderem Leute bei sich, die nennen sich Riesen. Und die arbeiten für die. Und wir haben auf jeden Fall mitbekommen, wenn die Titanen das Herz. Anscheinend passiert. Nicht nur Wir in haben eurer Stadt, versagt. auf der ganzen Erde. Also, ach so, auf der. Waren Ja. sie verliebt? Und Sibyl, Tochter von Loki, also quasi meine Nidhi war in sie Halbcousine. verliebt, ne? Karen weiß das bestimmt, die hängt immer mit den Zwergen rum.
Genau, Karen ist unser Zwergendate-Doktor. Needy war das. Es war Needy, genau. Okay, Entschuldigung. Die sowas wie deren kleine Diener. Das konnten wir natürlich nicht zulassen, deswegen haben wir uns munter in den Kampf gestürzt. Also alle anderen, ich erstmal eher weniger. Und wir haben alle super einen Job gemacht. Unser Sniper-Bogenschütze hat sich oben auf das Zwergenrathaus gesetzt und von da aus runtergeschossen. Ja, Sigur war sowieso mitten im Getünnel und Karen hat sehr gute Dienste, also ich fand Karen richtig cool beim letzten Mal mit ihrem vergifteten Dorn und wir rammen dem jetzt einfach mal die Kniescheibe raus, müsst ihr euch ansehen. War herrlich. Und ja, wir haben es irgendwie geschafft, gegen die Riesen, obwohl die irgendwie besser bewaffnet waren als wir, zumindest augenscheinlich vorzukommen, haben mehrere getötet. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch einen überlebenden Riesen gehabt, oder ist der schon verblutet? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir hatten noch einen überlebenden Riesen gehabt. Ihr habt ihn getötet. Okay, wir haben ihn getötet. Auf jeden Fall liegen da jetzt noch ganz viele Zwerge rum, die entweder verletzt sind oder tot. Und wir stehen so ein bisschen in Trümmern. Genau, und Sybil hatte irgendwie so eine Art Anfall und hat jetzt so weiße Augen und kniet da irgendwie ganz apathisch und wir wissen nicht genau, was. Bürgermeister gerettet, ne? Ah ja, genau. Vor einem mächtigen Riesenhieb der Bürgermeister, der gute Lodi, der mit euch irgendwie geredet hatte, der ist ja wie ein alter kämpferischer Zwerg natürlich so drauf, ist gegen die Riesen ins Feld gezogen. Leider ist er schon ziemlich alt gewesen, konnte kaum noch sein Schwert heben und wäre von dem Riesen zermatscht worden, wenn die gute Sybil nicht eingegriffen hätte. Sybil, ihres Zeichens Scion of Loki. Und sonst mal ganz gut zusammengefasst. Ne? Das Herz des Winters sucht immer noch. Ihr habt auch Hinweise schon, wo ihr das denn jetzt finden könnt. Nämlich, da gibt es einen Riesen, der unter den Menschen lebt, als großer Besitzer einer Energy Drink Firma. Ne? Eure Vermutung ist, dass die Riesen versuchen, die Menschheit zu versklaven, indem sie Energy-Dings verkaufen. Das Zeug verkauft sich wirklich wie wild. Und da ihr Blut reinmischen. Und wenn man Riesenblut zu sich nimmt, Zwerge werden davon zu Trollen und Menschen werden hörig. Ähnlich wie das bei euch auch funktioniert, denn ihr könnt auch euer Blut an Menschen weitergeben und die hörig machen. Das wissen wir aber nicht. Das ist so korrekt. Ja. Sonst noch irgendwas zur Ergänzung von eurer Seite? Ich kann nicht Auto fahren. Also jetzt schon, aber ich habe unser super verstärkte Uniform. Da ihr Amis spielt, ist das völlig normal. Das ist gar nicht wahr, ich bin Kanadier. Das ist richtig. Ja, okay, du bist der Einzige, der Auto fahren kann. Büste. Wieso hast du denn die größte Waffe von uns allen? Musst du irgendwas kompensieren? Das stimmt gar nicht. Das ist nicht wahr. Ich glaube, der Bogen von Anna ist größer. Nee, als ein Breitschwert definitiv. Okay. Gut, die Situation hat die Feder ja ganz gut schon beschrieben gehabt, dass die Zwergenstadt liegt so halb in Trümmern. Die Zwerge müssen sich ja vor den Menschen verstecken. Leben trotzdem unterhalb von Las Vegas in einer Art Höhle, einer riesigen, ausgebauten Höhle, die man nur finden kann, wenn man denn weiß, wo man hin will, die richtige Autobahnausfahrt nimmt, die richtige Ausfahrt vom Highway im Tunnel nimmt und dann auch noch von den Zwergen eingelassen wird. Und trotzdem haben die Riesen es geschafft, diese Stadt zu finden.
Und ja, das ist sehr, sehr eigenartig. Die Riesen haben ziemlich gewütet. Viele tote Zwerge am Boden. Langsam trauen sich jetzt auch die restlichen Zwerge aus der Deckung und laufen zu ihren Familienangehörigen. Es gibt großes Geschrei und Geweine. Die Sirenen hören jetzt irgendwann noch auf, diese Alarm-Sirenen, und Leute kommen mit Tragen und mit Eimern, um Feuer zu löschen. Und ja, auch der alte Bürgermeister mit seiner riesigen Waffe liegt irgendwie schweißgebadet, irgendwie so halb auf dem Boden. Sybil kniet vor Sigur und hat auch den Schweißperlen auf der Stirn, ist leicht am Zittern und immer noch die Augen ein bisschen so zuckend verdreht. Ausgangslage. Ich bin, glaube ich, Sybil am nächsten. Ja, das kann ich nehmen. Ja. Ich lasse die alte Axt vor dem alten Zwerg liegen, die ich immer noch so hinter mir her schleife. Ja. Sybil, alles okay? Und pack die an beiden Schultern. Zittert und kann sich auch gar nicht artikulieren. Merkst, dass das irgendwo so ein muskuläres Zittern ist, nicht so ein Kältezittern, sondern so ein richtigen, so ein krampfartiges Zittern. Und dann irgendwie, so dann irgendwie so die Hand so auf sie drauflegst, merkst du auch, sie ist irgendwie schweißnass, der Schweiß ist durch den Stoff des Hemdes irgendwie durchgedrungen schon. Du siehst doch die schwersten Schweißperlen auf der Stirn und die ist heiß, wie als würdest du irgendwie eine warme Heizung anfassen. Zuckst dann mit der Hand sofort zurück und merkst dann, dass das Zittern dann auch sofort aufhört. Bricht die zusammen oder ist die immer? Ja, einmal nach vorne weg und bleibt dann mit dem Gesicht auf dem Asphalt liegen. Oh Gott, ich habe die vorher aufgefangen, die bricht sich ja die Nase. Ja. Die ist immer noch glühend heiß. Also nicht glühend heiß, aber ne, ist halt, wie man halt so eine warme Heizung anfasst. Merkt man schon. Kein normales Menschenheiß. Haben wir den Pöller eigentlich verloren? Ich glaube, den können wir noch hören, oder? Also er kann. Nein, ich bin noch da. Ich habe nur irgendwie. Bei mir ist alles in Ordnung. Na, dann ist gut. Aber wir sehen kein Bild. Ja, du kannst uns Grimassen zeigen und wir würden es nicht bemerken. ja, ich sitze wahrscheinlich immer noch im Ford K und habe. Jetzt, wo ich wieder Zeit habe, klar nachzudenken, wahrscheinlich so eine Mischung aus, oh Gott, was habe ich gerade getan? Bin ich eigentlich lebensmüde? Und den ganzen Eindrücken von Tod um mich herum, die jetzt auf mich einströmen und mich wahrscheinlich so ein bisschen überrennen. Erstmal Kopf auf dem Lenkrad und einfach nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Für die, die es auch noch nicht wissen, der Ford K ist von Zwergen umgebaut zu einer Art Mini-Panzer. Und hat früher mal Karen gehört als ganz normales Auto, und seit sie sich gewahr wurden, dass sie Kinder der Götter sind und die den Zwergen begegnet sind, hat dieses Auto einige Umbauten über sich hergehen lassen, aber ist immer noch das Bettmobil, sage ich mal, unseres Teams hier. Was macht denn Karen überhaupt? Ich weiß nicht mehr genau, womit ich aufgehört habe beim letzten Mal. Das ist ein bisschen viel. Ich habe den Riesen, glaube ich, den einen. Ja. Was eingelegt. Ja. Die sind ja mit den Autos mit den Zwergen weggefahren. Ja. Aber die haben ja, die Riesen, die wir da hatten, die hatten ja auch noch Säcke mit Zwergen auf dem Rücken praktisch, ne? Die müssten wir dann ja erstmal noch befreien und so. Ja, dann läufst du zu den Säcken hin und kannst die Verschlüsse halt lösen. Da sind auch schon ein paar Zwerge unterwegs dahin und helfen dir. Und natürlich kommen die da irgendwie raus. Teilweise haben die sich auch irgendwie Arme und Beine gebrochen. Merkt man irgendwie, dass die humpeln oder so, weil wenn man einfach so in den Sack gesteckt wird und dann irgendwo hinweg mitgeschleppt wird, ne, das passiert schon. Und einige haben versucht, sich irgendwie mit kleinen Messern irgendwie rauszuschneiden, aber dieser Stoff schien irgendwie
für Klingen nicht durchlässig gewesen sein, zumindest nicht für so kleine. Und ja, dann hilfst du halt den Zwergen, die da jetzt aus den Häusern rausströmen. Und genau, und ich werde mich auch so ein bisschen ja, in der Heilung einbringen. Also wenn du sagst, die haben Sachen gebrochen und sowas, da kommen zwar auch schon andere mit tragen, aber so eine Erstversorgung und ein bisschen mithelfen mache ich auch. Okay. Gut, dann hilfst du damit. Was macht Sigur? Siehst du, dass da jetzt, was Anna gemacht hat hier mit Sibyl, die auch zusammengebrochen ist? Ja. Ich denke, ich unterstütze sie da erstmal. Kümmere mich erstmal um Sibyl. Vielleicht räume ich auch einfach nochmal ein bisschen auf. Sammeln ein paar Zwerge ein, die da so rumhumpeln. Siehst jetzt auch Ola, wie sie irgendwie um die Ecke biegt und irgendwie auf Lodi zuläuft. Und Lodi, Lodi, die mal versucht aufzuhelfen. Ja. So helfen dann Sigur und Karen den Zwergen. Hela ist mit der Situation ein bisschen überfordert und Anna ist die Einzige, die noch halbwegs geistgegenwärtig genug ist, um sich um Simmel zu kümmern. Natürlich helfen der jetzt irgendwann dann auch Zwerge, aber ihr werdet halt irgendwie auch mit Tragen versorgt und könnt dann die gute Sibyl auch in das Haus von Ola zurücktragen und da irgendwie auf dem Bett legen. Was sie natürlich, das Bett ist viel zu kurz, ist ein Zwergenbett, aber sie, zumindest liegt sie. Und ihr habt mit so einem Stuhl so ein bisschen versucht, so die Beine hochzulegen oder so, aber die ist, als wäre sie im Fieber, immer noch schweißnass. Und glüht halt. Also man sieht es nicht, dass sie glüht, aber wenn man sie anfasst, ist halt warm. Richtig Fieber, also stärker als ein Fieber. Also ein Fieber merkt man ja, wenn man es irgendwie drauflegt, dass es ein bisschen warm ist. Aber das ist wirklich die warme Heizung. Ja, die Zwerge bedanken sich natürlich bei den Helfern. Und auch Lodi hat nur Lob über für die menschlichen Kämpfer, wo er gar nicht gewusst hat, dass die so gut kämpfen können, und dankt euch vielmals, dass ihr seine Stadt irgendwie gerettet habt, und muss dann aber auch sofort los, um sich irgendwie um die Tore zu kümmern und mal nachzusehen, wie die es überhaupt hier schaffen konnten, durch das Haupttor zu brechen, ohne dass jemand sich von außen schon früh erkannt hat. Und ihr seid dann halt in Olas Haus mit Ola und Sibyl alleine erstmal. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas anderes machen. Ja, ich würde gerne noch was anderes machen. Ja. Und zwar, wenn ich mich irgendwann dazu ringe, auszusteigen. Ich kann ja zum einen spüren, woran jemand gestorben ist. Das ist ja jetzt nicht unbedingt schwer. Ja. Aber ich kann im gleichen Zug halt auch noch mit Geistern reden. Mhm. Und das, was ich halt machen würde, ist erstmal jetzt so ein bisschen durch die Straßen gehen und quasi tatsächlich tote Körper aufspüren mit meinem Death Sense. Mhm. Auch Leute, die halt verschüttet geworden sind oder so. Da musst du nicht viel spüren, ne? Ja. Ja, das ist halt quasi, ich tingel von einem Punkt zum nächsten. Und wenn ich halt bei den Riesen angekommen bin, ja, würde ich halt erstens gucken, ob die Seelen noch in ihren Körpern stecken. Und wenn die Seelen noch in ihren Körpern stecken, dann würde ich die Geister, also die Seelen, befragen wollen, ob, also erstmal, wer diesen Angriff befohlen hat, um quasi herauszufinden, ob das dieser Riese war, dem die Energy-Firma gehört, oder ob da noch irgendwas mehr hintersteckt. Also quasi Seelen befragen. Das große Problem an der Sache ist, die Riesen sind Titan-Spawns, also Abkömmlinge der Titanen, und haben in diesem Sinne keine Seele, auf die Götter Zugriff haben. Sind also nicht sterblich in dem Sinne, sondern ja, würden auch nicht in das Totenreich deiner Mutter kommen, wenn sie sterben. Und von daher hast du Probleme, wieder Seelen auszumachen, mit denen du kommunizieren könntest. Okay, dann gehe ich halt quasi einfach nur rum und sammle quasi die toten Zwergen Seelen ein, lass mir sagen, wie sie heißen, damit ich Bescheid geben kann, wer tatsächlich gefallen ist, und würde die dann mit Euthanasie erlösen, dass die halt nicht bei ihrem Körper verweilen müssen. Okay. Und dann würde ich die quasi wegschicken. Das dauert halt ein bisschen. Gut. Dann seid ihr drei erstmal alleine mit Sibyl und Ola.
Und Hela ist ja dann unterwegs und macht erstmal andere Dinge. Ich beobachte sie dabei. Okay. Ja, siehst dann, wie sie da durch die Straßen geht, dann irgendwie auf ein Haus deutet, was zusammengekracht ist, irgendwie, weil da irgendwie eine Rakete eingeschlagen ist und sagen irgendwie, da liegt noch einer drin und dann geht so ein sucht ihn rein und holt einen Leichnam raus und so ähnlich wird das dann vonstatten gehen. Öfter mal. Dann lege ich ihm meistens die Hand auf und schließe kurz die Augen und dann nehme ich die Hand wieder weg und es ist anscheinend äußerlich nichts passiert, aber ich sehe irgendwie ein bisschen ruhiger aus. Ja. Dann sind nur zwei Leute in. Ja. Was sehe ich denn an Sybils Gesundheitszustand? Ich kann ja mit meiner Fähigkeit den Gesundheitszustand sofort sehen. Ja. Gibt es da irgendwelche körperlichen Sachen, die das auslösen? Oder kann ich das irgendwie erkennen, was ja, dazu führt, dass sie das... Mach doch mal Intelligenz und Medizin einen Wurf. Intelligenz, Medizin. Okay. Fünf Erfolge. Ja. Okay. Dann siehst du sofort mit deiner übernatürlichen Fähigkeit, Krankheiten zu erkennen, dass dieses, was sie da heimgesucht hat, wohl keine weltliche Krankheit in dem Sinne ist. Es ist eine Art kollabierendes Immunsystem, würdest du sagen. Und es hat auf jeden Fall keine weltlichen Auswirkungen. Es muss von irgendwo anders herkommen. Und es ist so ein bisschen wie Körper kämpft gegen Körper. Und deswegen auch das hohe Fieber. Okay. Während ich das hier notiere, erzähle ich das auch den Ola und Anna, die da bei mir sind, ja. Wenn ich irgendwas machen kann, sag Bescheid. Waschlappen holen? Heißes Wasser? Naja, da das jetzt nicht wirklich eine körperliche Ursache hat, bin ich ehrlich gesagt eher überfragt, was da die Heilung vorantreiben kann. Aber ja, Fieber senken wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Wir sollten irgendwie vielleicht Wadenwickel oder so machen. Ja, ich gucke mich direkt mal da in dem Haus um und tapse da so ein bisschen unbeholfen rum, suche nach Handtüchern. Ja, und die Ola hilft dir auch dabei und nimmt dich so irgendwie so mit und zieht dich irgendwie so in die verschiedenen Ecken des kleinen Hauses. Und ja, könnt dann so Handtücher und sowas auf jeden Fall für Wadenwickel fertig machen. Sie hat auch noch schlägt dann vor, so einen kleinen Kräutersud zu machen, der da ein bisschen irgendwie einzieht und vielleicht hilft er ja. Und so alte zwergische Hausmittelchen gegen Fieber. Und ja, dann vielleicht sollten wir Onkel Lodi noch fragen. Gibt es einen Zwerg in der Stadt, der ist Heiler? Hilft das? Okay. Karen, ich weiß nicht, wie stark du heilen kannst. Nicht so schlecht. Aber ich kenne mich mit Zwergen halt nicht so aus. Ne? Ich habe das an Menschen gelernt. Ich weiß nicht, inwieweit da vielleicht manche Sachen anders sind. Ja, aber Sybil ist doch gar kein Zwerg. Ach, Sybil ist... Ja, ich befürchte, dann bin ich besser ausgebildet. Aber ich kann doch... oder war das jetzt schon... Ich hatte ja eigentlich jetzt dieses Buhnen angewendet, ne? Womit ich das sehen kann. Aber durch mein Birthright... kann ich ja auch hier, wie heißt denn das? Schaden heilen. Mhm. Von einer von Titanen hervorgerufenen Krankheit. Da habe ich ja schon mal Klaus mit behandelt, als der seelisch so kaputt war von dem Gift. Von dieser Schlacht. Ja, genau, von dem Gift. Ja.
Musst du dafür irgendwas machen oder irgendwelche Punkte ausgeben? Ich muss ein Legend Point ausgeben. Ja, wenn du das machen möchtest, kannst du das da gerne machen. Das würde ich gerne tun, ja. Wie sieht das denn aus, wenn du so einen heilst? Ich berühre die Person jetzt, weil sie ja die ganze Zeit auch ja so ein bisschen krampft und so. Ich würde wahrscheinlich ihren Kopf so in meine Hände nehmen und würde mich sehr stark konzentrieren und meine Stirn an ihre legen, die Augen schließen, sehr konzentriert wirklich sie halten, sehr, sehr sanft halten. Und ja, ich glaube, sonst sieht man da von außen nicht so viel dran. Das ist nicht so körperlich, sondern da geht mehr so eine Energiefluss über oder so. Ja, was du auf jeden Fall mitkriegst, ist, dass sie auf jeden Fall ruhiger wird, nicht mehr so krampfhaft irgendwie hin und her schüttelt, so, sondern irgendwie ruhiger wird. Meinst auch, dass das Fieber einen Ticken runtergeht? Aber merkst dann, während du die Behandlung dann irgendwie ansetzt, das ist zwar übernatürlich passiert und es hat keine weltliche Krankheit, gegen die du kämpfst, aber das ist halt immer noch ein Kampf vom Immunsystem gegen das Immunsystem. Es ist keine Krankheit an sich, sondern da kämpft der Körper gerade gegen sich selber. Der Auslöser ist halt nicht erklärbar. Es gibt halt, ihr habt halt kein AIDS oder sowas, ne? Oder irgendeine andere weltliche Krankheit. In dem Sinne übernatürlich. Ja, okay. Ja, also dann ist das und die Wadenwickel und das eigentlich im Prinzip im Moment das Einzige, was ich für sie tun kann. Dann würde ich halt gucken, dass sie möglichst komfortabel irgendwie liegt. Und ja, hoffen, dass man da irgendwie jetzt in nächster Zeit irgendwas erkennen kann, dass es ihr besser geht, dass es ihr anders geht, dass sich hier irgendwas tut, weil man da sonst gerade nichts machen kann. Ja. Oder ich nicht zumindest. Gut, ja, Olaf verschwindet dann irgendwann aus dem Haus und läuft dann, um diesen alten Zwergenheiler zu holen. Und ja, was machen denn Hella und Sigurd noch so irgendwie zwischendurch? Also, als ihr dann durch die Straßen gegangen seid und irgendwann dann auch die Häuser alle abgegangen seid, es dauert eine ganze Weile lang, aber... Ja, wenn ich fertig bin, würde ich mich wieder auf die Suche nach den anderen machen, weil ich sonst nicht weiß, was ich hier machen soll. Also ich bin nicht stark genug, um Trümmer hochzuheben und ich bin nicht in Heilung versiert. Ja, da fährst du ja den Sigurd mit. Ja, den sehe ich aber nicht. Er hat mir gesagt, er möchte mich heimlich verfolgen. Ach so, na gut. Aber da ich es ja mittlerweile gewohnt bin, von ihm beobachtet zu werden, ist das wahrscheinlich schon reflexartig so ein irgendwer beobachtet mich. Ich bin mir ganz sicher, irgendwer ist da, auch wenn da keiner ist. Vielleicht aber doch. Ich werde noch paranoid wegen dir, schäm dich. Sinn der Übung. Und wird dann halt auch mich irgendwann wieder auf den Weg wieder zu Ola machen. Ich würde den Ford K erstmal da stehen lassen. Ich habe den schon genug mal trätiert. Und ja, dann kommt er irgendwann zurück zum Haus und findet nur noch Anna und Karen und Sybil vor. Ola ist gerade weg. Und wie gesagt, die Sybil liegt halt so mit Füße hoch irgendwie auf diesem Zwergenbett. Anna stromert im Haus umher und holt immer irgendwelchen Tee und irgendwelches Zeug und weiß so richtig nichts mit sich anzufangen, ist ein bisschen hibbelig. Während Karen irgendwie pflegerisch irgendwie an der Kopfseite des Bettes liegt und immer wieder so die Hände auf das Gesicht irgendwie von Sybil legt und versucht Anna zu beruhigen. Immer wieder irgendeine Aufgabe betreut, damit sie ein bisschen ruhiger wird. Ja, ich komme dann rein und sehe Sybil und war dann so und wie ist das passiert? Ich meine, hat einer der Riesen sie erwischt? Nee, eigentlich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Was ich jetzt wohl sagen kann, ist, dass das wohl eine außerweltliche Ursache hat. Also das ist keine in dem Sinne Krankheit, wie wir sie kennen. Man kann
sehen, dass das Immunsystem scheinbar gegen irgendwas ankämpft. Aber was das jetzt ausgelöst hat, ich kann es nicht feststellen. Vielleicht hat sie sich übernommen. Vielleicht hat sie irgendwas gemacht, was sie sonst nie macht, und es war einfach zu viel. Möglich. Was hat die denn schon mal gemacht? Ich würde in der Zwischenzeit auf jeden Fall gerne mal Ludi aufsuchen. Nee, ich bin ja auch noch gar nicht dahin gegangen. Ist ich würde nicht dann direkt im Anschluss nach dem Beobachten, würde ich das versuchen. Wenn er mal, also ich denke, er wird ja gewahr, dass ich da angestiefelt komme. Sobald er sich mir zuwendet, spreche ich ihn halt, ohne groß weiter auf irgendwas einzugehen. Irgendwer ist dafür verantwortlich, dass diese Riesen hier reingekommen sind. Ja, klar. Und wer ist jetzt dafür verantwortlich? Können wir davon ausgehen, dass keiner der Zwerge die Stadt an die Riesen verraten würde? Erkennt man den Unterschied zwischen Zwergen und Trollen sofort? Ja, aber nur weil ich schon mal einen Troll gesehen habe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt der Trollexperte bin. Also muss eigentlich jemand von uns dafür verantwortlich sein, dass die hier reingekommen sind. Ja, irgendjemand muss dafür verantwortlich sein. Sorry, mein Sound war gerade weg. Entschuldigung. Ich gucke mich dann einfach nochmal auf der Baustelle um und versuche so ein bisschen abzuschätzen, wie die Zwerge sich verhalten. Mhm. Ja, die sind, ob es da irgendwie Regelmäßigkeiten gibt bei irgendwem oder so. Einfach mal so das geübte Auge desjenigen, der Schuld 50 Meter gegen den Wind riecht. Oh ja. Als Sohn des Gottes der Gerechtigkeit. Das, ja. Ja,
merkst irgendwie alle, dass alle sehr, sehr fleißig sind und so richtig Schuld hatte, also die haben alle irgendwie Schuld auf sich geladen, das kannst du auch schnüffeln, aber nicht an dieser Sache. Mhm. Also keiner hat jetzt irgendwie, läuft jetzt so rum und sagt irgendwie, oh, das ist alles meine Schuld hier. Ja. Ja, und nun siehst du noch, wie Ola dann mit Loni redet und er dann heftig zu nicken beginnt und dann mit der immer noch gerüsteten Hand, er hat ja seine Rüstung irgendwie angezogen gehabt, dann irgendwie in eine Richtung deutet und dann läuft sie dann zu dir hin und sagt dann wieder, Sigur, würdest du mich begleiten? Ich weiß nicht, ob ich mich so sicher fühle, jetzt wo das Tor kaputt ist. Ich muss zu dem Heiler. Ich schaue mich verschwörerisch nach links und rechts um. Dann nicke ich und folge. Der. Was ist für diesen Effekt? Weißt du? Der wohnt etwas außerhalb in einem Nebentunnel. Normalerweise gehen die Zwerge da nicht richtig hin. Der ist ein bisschen kauzig, weißt du? Aber er ist älter als Lodi. Mhm. Lodi war schon wirklich alt. Ja. Kommt ihr dann irgendwie auch dann später an. Es geht wirklich in so eine Art einen richtig langen Nebentunnel rein, wo auch ganz lange kein Haus kommt. Und dann seht ihr dann so ein altes, so eine alte Hütte. So mehr so ein Wellblech Verschnitt. So ein Favela-Hütten-Ding als ein richtiges Haus. Allerdings überall im Vorgarten, also es hat schon einen Garten vorne, so einen kleinen klapprigen, mehr zusammengeschusterten Zaun als sonst irgendwas, aber es ist ein Garten, wo alle möglichen Pilze wachsen und komische Nachtgewächse. Und es riecht irgendwie nach Rauch, weil der Kamin irgendwie ziemlich kräftig lodert. Sind das zwergische Heilkräuter? Ich gucke mir mal die Pilze genauer an. Weißt du, ich bin kein Heiler, kein Heiler, ich bin kein Arzt. Und auch keine Kräuterfrau. Also, ich weiß nicht, was der hier alles anpflanzt. Das da ist eine Kartoffel. Ich gucke sie mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Das habe ich auch erkannt. Danke. Ja, sie geht dann irgendwie zu dieser Tür, hat irgendwie auch irgendwie so eine Tür von irgendeinem alten Haus irgendwie wahrscheinlich so mitgenommen, die irgendwo auf irgendeinem Schutthaufen lag und hat sie irgendwie so behilfsmäßig irgendwie an sein Haus dran befestigt. Und pocht da so vorsichtig dagegen, weil sie Angst hat, dass die Tür kaputt geht, wenn sie dann stärker gegenklopft. Und hörst dann irgendwie Geraschel vor innen. Herein! So ganz laut. Lauter als es eigentlich müsste, ein herein. Und dann öffnet sie vorsichtig die Tür, die wirklich so ruckelt und man sie wirklich so ein bisschen anheben muss, damit sie nicht irgendwie abfällt und so. Und innen drin siehst du dann irgendwie auch so ein, überall hängen irgendwelche Kräuter von der Decke und überall stehen kleine Tiegelchen rum und so, siehst so ein, wie in so einem Chemielabor, so ein Glasaufsatz und so und überall köchelt irgendwas. Eine große Feuerstelle mit einem riesigen Suppenkessel drauf und ein wirklich uralter Zwerg, der hat so einen langen Bart, den er sich zweimal um den Bauch gewickelt hat, schlohweiß. Die Augen schon relativ milchig, das heißt, den kann wahrscheinlich nicht mehr richtig so gut sehen. Die Haare oben auf dem Kopf, also die Haare, die kein Bart sind, sind stoppelig und zerzaust und er hält sie wohl gerne lang, aber wahrscheinlich wächst da nicht mehr so viel. So ein paar Reste halt noch. Und er hat auch versucht, sich so kleine eigene Zöpfe in den Bart zu flechten, aber wahrscheinlich hat er das irgendwann aufgegeben, so irgendwie auf Bauchnabelhöhe, das hört der Zopf dann auf. Und dann guckt sich halt mit diesen leichten, milchigen Augen an. Und zieht dann auch so eine Augenbraue hoch. Wer da? Ich bin's Ola und das ist Sigur.
Wir brauchen Hilfe im Dorf. In der Stadt. Oh, ja. Und dann erhebt er sich von seinem Stuhl, in dem er gesessen hat. Und man könnte es vielleicht sogar knacken hören. Seine Knochen regnen sich und er ist unendlich langsam in seinen Bewegungen. Was gibt es denn? Ist wieder jemand ungewollt schwanger geworden? Das ist es nicht. Und sie guckt so verschwörerisch so Richtung Sigur. Ich atme, seitdem wir reingekommen sind, die ganze Zeit nur noch durch mein Taschentuch. Aber man wird wahrscheinlich am Rest meiner Gesichtszüge erkennen, dass ich grinse, ohne mit den Augen zu lachen. Also wirklich nur so ein... Ja, heutzutage, wer weiß, immer mehr Zwerginnen lassen sich ja mit diesen Menschen ein. Zu meiner Zeit wäre das niemals gewesen. Ich bin kein Mensch. Nein? Aber ein Zwerg bist du auch nicht. Dafür bist du zu groß. Bist du ein Halbling? Nein. Ein Troll bist du auch nicht. Nein. Ein Riese, dafür bist du zu klein. Was bist du dann? Ich bin ein Saiyan. Und dann werden seine Augen so groß. Bei den Göttern. Welche Ehre? Was führt euch denn in unser kleines Städtchen? Ola hat mich gebeten. Ja, weißt du, wir wurden angegriffen von Riesen. Dann guckt er so ein bisschen, ja, klar, kleines Mädchen, von Riesen wurde die Stadt angegriffen. Ja. Nein, weswegen seid ihr wirklich hier? Dann guckt sie so ein bisschen so, doch, ja. Und dann guckt er so Richtung Sigur. Und so will so ein. Nein, das war ein Scherz sehen. Was wahrscheinlich nicht kommt. Nein, ich heb einfach nur skeptisch die Augenbraue. Dann gibt es bestimmt viele Leute, die Hilfe brauchen. Wartet, ich hole noch ein paar Zutaten und meinen Wanderstab. Dann komme ich. Und dann bewegt er sich unendlich langsam durch seine Hütte. Und du weißt schon, wenn er jetzt den Weg mit dem zurück zu der Stadt laufen müsst, dann seid ihr morgen erst da. Habe ich ja eigentlich Handy empfangen? Ja. Dann wähle ich mal die Nummer von Anna. Anna, dein Handy klingelt. Jo. Hallo, alles gut bei dir? Wir brauchen einen Lift. Was? Du wolltest doch bestimmt schon mal Auto fahren, oder? Ich gebe weiter an Hela. Hier, Auto fahren. Was? Auto fahren? Hallo? Hallo, Hela. Wir brauchen jemanden, der uns abholt. Sonst kommen wir hier nie weg. Karen? Ernsthaft? Bin ich. Ich reiche es an Karen weiter. Oder kannst du hier nicht weg? Naja, ich kann gerade eh nicht so viel für sie tun. Du bist die Heilerin. Und das ist dein Auto. Ja. Passt auf, wechselt gleich nochmal die Wadenwickel, dass die schön kühl bleiben und guckt mal ein bisschen nach ihr, vielleicht einfach da sein und vielleicht mal ein bisschen streicheln oder so, damit sie irgendwie vielleicht noch Kontakt wieder zu uns kriegt. So. Aber körperlich können wir sonst gerade nichts für sie tun. Ich könnte fahren. Was ist denn? In dem Moment bin ich schon längst wieder weg und hole neue Wickel. Ja, Sigur möchte abgeholt werden von hier. Sigur, wo ist hier? Ich erkläre den Weg, den ich mit Ola gegangen bin. Okay. Das ist relativ einfach zu finden. Das okay, dann gehe ich raus und fahre dahin halt. Und ich nehme Karens Platz ein. Der Ford Car heult auf und
mit einem Affenzahn fährst du dann irgendwann vor. In der Zeit, in der du telefoniert und dahin gefahren bist, hat der alte Zwerg gerade mal seinen Stab geholt und ein paar Bücher und ein paar Kräutersäckchen eingepackt. So, ich bin dann fertig. Wir können losgehen. Super. Unser Gefährt steht schon draußen. Oh, das ist ein Gefährt. Der Wagen eines Gottessohns. Dass ich das auf meinen alten Tage noch einmal erleben darf. Und dann tritt er aus der Tür und sieht den Ford Ka. Guckt dich dann so an. Das ist euer Götterwagen. Ja, schon mal was von der Tugend der Bescheidenheit gehört? Wir Zwerge sind sehr bescheiden. Ja, ja, ja. Dann wirst du dich freuen, in einem bescheidenen Gefährt fahren zu dürfen. Dann freue ich mich. Ja. Ja. Und dann zieht er nochmal seinen Bart hoch und tapst dann über die Schwelle ganz langsam Richtung Ford Ka. Und Karen sieht jetzt halt auch diesen uralten Zwerg, wie der Tattrich gerade irgendwie halb gestützt von Ola irgendwie sich aus seinem Haus rausquält. Ich stehe daneben, Arme verschränkt, und kennt ihr dieses Fußtitten? Und dann guckt er sich nochmal um. Göttersohn, wenn es für euch nicht zu gering ist. Bescheidenheit. Würdet ihr eben noch das Feuer vom Kessel löschen? Das habe ich vergessen. Ich gehe wortlos rein und lösche das Feuer. Ja. Und dann geht er halt mit, fährt er mit euch zurück zu deinem, zum Haus, hat sehentlich Mühe, sich die kleine Treppe von der Veranda hochzumühen, und sieht dann irgendwie dann innen drin auch, bewegt sich dann so relativ, also für seine Verhältnisse relativ schnell zu Sybil hier rüber. Und die anderen beiden sehen jetzt auch diesen uralten Zwerg halt mit den halb milchigen, halb blinden Augen. Ist auch ein bisschen tastend, bewegt er sich fort. Oh, ein Mensch! Was ist denn passiert? Wenn ihr tippt, bitte kurz muten, das ist das ziemlich laut. Ja, ich hab's nicht gesehen, aber was ich jetzt feststellen kann, ist, dass ihr Immunsystem total überreagiert. Sie hat hohes Fieber, sie hat leichte Krämpfe, und das ist aber nicht von der körperlichen Ursache her. Also ich kann feststellen, dass es eine außerweltliche Ursache hat, aber ich weiß nicht, wie ich dagegen ankomme. Fieber, bei einem Menschen Fieber. Dann legt er auch die Hand irgendwie so auf die Stirn. Ja, das ist sehr, sehr hohes Fieber. Sie ist auch ein Saiyan. Was? Zwei Saiyans in unserer Stadt? Vier. Fünf. Ja. Das muss ich gleich aufschreiben irgendwann. Aber erstmal eure Freunde. Reicht mir doch eben meinen Sack mit meinen Büchern. Ich habe extra, weil ich mir das so schon gedacht habe, habe ich ein Buch über die Götter mitgebracht. Okay. Und er möchte so ein altes Buch haben. Irgendwie, du kramst da so zwei, drei Bücher raus, und das letzte irgendwie ist nur so ein loser Zettelhaufen. Der ist halt schon so dick, aber es ist halt so ein selbstgemachtes Buch, mehr oder weniger ganz viele Zettelchen und mit so einem Holz halt als Rahmen und dann mit so kleinen Kordeln irgendwie innen irgendwie als Hefter irgendwie so verbunden. Und dann schlägt er das so auf und siehst halt alte zwergische Runen und mehrere komische Bildchen, die er irgendwie jetzt anscheinend selber gemalt hat oder so. Und
ja, es ist sehr, sehr speckig und alt und verkrustet teilweise diese Seiten. Und dann blättert er eine ganze Weile irgendwie so 10 Minuten lang in diesem Buch rum und dann, hier, ich habe vor 5000 Jahren habe ich so einen Fall schon mal gesehen. Nein, ich habe es nicht gesehen, ich habe davon gehört. Ja, hier. 5000 Jahre? Ja. Da habe ich davon gehört, dass schon mal ein Göttersohn hier war. Ja, ja, ja. Und der auch sowas hatte. Nein, Moment. Nein, nein, das Wort heißt nicht Göttersohn. Die alten Runen. Lange nicht mehr benutzt. Das heißt... aber das passt ja gar nicht. Moment. Und dann nimmt er seinen Stab, auf dem oben so ein kleiner Kristall drauf montiert ist und so ein bisschen und lässt den Stab so über Sibyl kreisen. Und aber die Symptome stimmen. Das Wort heißt aber heißt Riese. Nicht Zeilen. Das ist komisch. Das ist eine Riesenkrankheit. Wie kann sie eine Riesenkrankheit haben, wenn sie ein Mensch ist? Seid ihr sicher, dass sie ein Mensch ist? Nein, sie ist ein Saiyan. Sie ist die Tochter von Loki. Gut, Loki hat schon mal mit einer Riesen... Weil... Das würde erkennen... Moment... Was hat sie denn getan, als sie die Krankheit ausgebrochen ist? Ja, ich beschreibe es ihm. Sie hat Lodi beschützt, eben im Riesenangriff. Mit einer Art Barriere. Und sie ist... Danach ist sie in Trance verfallen. Tochter von Loki. Mhm. Aha. Und wer ist die Mutter? Kann man die sprechen? Ernsthaft? Hat die ein Handy dabei? Mama oder so? Dann rufe da mal an. Ich habe keine Ahnung. Notfall Nummer 1? Nein. Bitte abrufen. Leider nicht. Wissen wir nicht. Meine Vermutung ist, sie ist halb Gott und halb Riese. Ja. Ich zeig jetzt mal mit meinem Handy in die Runde, auf dem ich Loki gegoogelt habe. Ja. Und sage, das würde ja sogar passen. Ja, Loki ist dafür da steht bekannt, dass er was im Wikipedia-Eintrag, dass Loki eigentlich das Kind einer Riesin gewesen ist. Nun ja, also Loki ist... Ja, das Kind einer Riesin hat aber auch schon mit Riesen was gehabt, weil aus dieser Beziehung ist ja meine Mutter entstanden und ich bin von meiner Mutter abstammig. Also hatte ich auch zum gewissen Teil Riesenblut, aber... Ja, die alten das Geschichten, hätte ja. Auch. Also... Vielleicht solltest du mal 3 Schritte zurückgehen, vielleicht ist das ansteckend. Okay, ich verschwinde mal an die anderen Ende des Raumes. Also nein, rein stammbaumtechnisch. Das ist eine Krankheit, die passiert, wenn der Körper sich nicht entscheiden kann, ob er göttlich ist oder ob er den Titanen gehört. Das ist ja interessant. In ihr streiten 2 Seelen anscheinend und das zerreißt sie. Seelen! Taran, du kannst doch Seelen! Sag ihr mal, sie soll bitte göttlich bleiben und kein Titan werden. Ich fürchte, das hilft nicht. Das ist keine Sache, die man willentlich entscheidet. Ihr Körper zerreißt sich selbst. Er wird nicht überleben. Das kann man... Wie können wir das verhindern? Das wird gar nicht so einfach. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass in ihr quasi ihr Herz zerreißt. Wir müssten das Herz ersetzen. Was?
Und sie bräuchte ein Herz, das ihr Titanenblut herunterkühlt. Ja. Zum Beispiel das Herz des Winters. Aber das ist nur umgangssprachlich gemeint. Das ist ja ein Stein. Wir reden hier von Mythologie, oder? Wie war da nochmal die Prophezeiung? Ja, dann müsstet ihr gucken. Ihr habt es euch hier aufgeschrieben, glaube ich, irgendwo. Da war doch was. The heart replaced by someone's hand. Irgendwie war da die Zeile. The heart replaced by Hero's hand, ja. Yeah. Hero's hand. Willst du mich jetzt verarschen, oder? Mhm. Herztransplantation. Mhm. Am offenen Herzen. Mit dem Herz des Winters. Oh Gott. Aber was hat das ausgelöst? Ich verstehe das nicht. Ich meine, ihr ging's doch vorher gut. Und jetzt nur, weil sie... Hatte sie vorher schon Kontakt zu den Titanen? Vielleicht war sie sich gar nicht bewusst, dass sie Titanenblut in sich trägt. Und der Kontakt zu ihnen hat den Körper dann wahrscheinlich nach einer großen Anstrengung überwältigt, ja. Das bedeutet, wenn wir... Früher ist das oft vorgekommen, ja. Das bedeutet, wenn wir jetzt nicht das Herz des Winters oder das Herz eines Halbgottes Cyan finden, das wir hier transplantieren können, dass das... Ein Cyan-Herz würde nicht helfen. Der Körper wehrt sich ja gegen die Göttlichkeit. Es muss heruntergekühlt werden. Das Herz des Winters würde, aber das gibt halt nur ein einziges Herz des Winters auf der ganzen Welt. Und wo das ist, das weiß niemand. Was würde passieren, wenn wir ihr das einsetzen? Würde sie dann zur Wettergöttin werden oder so? Weil das Herz des Winters ist ja nicht umsonst ein Artefakt. Da bin ich überfragt. Es würde auf jeden Fall, wäre es ein Versuch wert, ja. Noch eine Frage. Der Typ vor 5000 Jahren, was ist mit dem passiert? Der ist gestorben, ja. Ziemlich schnell, weil niemand ja weiß, wo das Herz des Winters ist, ja. Wie viel Zeit haben wir? Nun, es sieht schon ernst aus. Also, ich würde nicht mehr so viel Zeit. Kommt drauf an, wie stark sie innerlich sich wehren kann. Ich wage da keine Prognose abzugeben. Aber je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird die Transplantation. Aber das ist eh keine Option, weil wir wissen ja gar nicht, wo dieses Herz des Winters zu finden ist. Als er diesen Satz spricht, hört ihr nur noch das Klappern der Tür, die gerade wieder zufällt und den Motor des Ford Ka angeht. Hinterher. Wir lassen sie hier? Sie ist doch in besten Händen. Der Motor heult auf. Okay. Ich muss zu meinem Auto. Ja gut, könnt ihr Zwerge irgendwie was zaubern, dass ihr sie zum Beispiel versteinert oder so? Irgendwas, was den Prozess verlangsamt? Zaubern? Ne, mein gutes Kind, wir Zwerge zaubern doch nicht, das ist Humbug. Ihr habt den Ford Ka verzaubert. Egal. Was? Du irgendwas tun, das glaube ich nicht. Zu verlangsamen. Nein, scheiße. Haben wir ein Zeichen von Cassiopeia hier irgendwo? Irgendwer? Nein? Okay. Scheiße. Hellas Handy klingelt. Ja? Kommst du jetzt oder willst du noch länger warten? Wir lassen sie hier. Natürlich, wir haben keine Zeit. Können die uns schlecht mitnehmen. Okay, ja. Ich guck nochmals zu Sybil. Du stirbst nicht,
Sonst sehen wir uns beide persönlich wieder und das wird kein Spaß, glaub mir. Sie guckt nochmal irgendwie in deine Richtung und reicht dir dann ihren kleinen Schlüsselanhänger mit der 8, also ihren Talisman. Mit der Billardkugel mit der 8. Bist du sicher, dass du den nicht hier brauchst? Das ist dein Birthright. Wenn ich denn sterbe, sollst du ihn wenigstens mitnehmen. Du bist die Einzige, die ich kenne, die damit noch etwas anfangen kann. Ist er wenigstens in guten Händen. Ich guck sie böse an. Du stirbst nicht. Nicht ohne meine Erlaubnis. Haben wir uns verstanden, junge Dame? Draußen. Und dann, eilig zur Tür. Wie gesagt, bleib am Leben. Und dann durch die Tür in den Ford Car. Wo fahren wir eigentlich hin? Sigur, wo fahrt ihr hin? Wir fahren zur nächsten Tankstelle. Ja. Ja? Deswegen schiebst du hier so nicht herum, willst du mich verarschen? Ich fahre einfach los zur nächsten Tankstelle, halte an, ihr wartet hier. Ich gehe rein, ich stelle mich nochmal an, ich kaufe eine dieser Energy-Drink-Dosen, ich komme wieder ins Auto und schaue mir an, wo dieses komische Hauptquartier von denen ist. Da muss da hättest du dir die 50 Cent echt sparen können. Colorado Springs, Sigur. Ja, hast du schon nicht rausgefunden. Das also, sag ich aber auch erst nachdem ist du also mit dem Ding ganze wieder ins Auto Ecke gestiegen weg. Bist. Also wenn ihr mit dem Ford Car hinfahren wollt, einmal quer durch die USA, also das wird weit. Roadtrip, yay! Flugzeug? Aber als Sigur aber in die Tankstelle reinstürmt und sich ganz brav anstellt, passiert noch was. Erstmal läuft in dieser Tankstelle auch beiläufig so ein Fernseher oben mit und du siehst halt in den Nachrichten, die News des Tages ist, dass sich der Präsident mit seinem Premierminister irgendwie gestritten hat und das jetzt irgendwie Neuwahlen angesetzt werden müssen und politische Differenzen in ganz Amerika jetzt ausgebrochen sind oder so. Und als du da gerade irgendwie so irgendwie hinguckst und können die nicht schneller machen da vorne, merkst du, dass dann der Typ, der vorne an der Schlange ist, eine Waffe zieht und sie auf den Kassierer richtet, dann irgendwie sich wild umguckt und sagt, ganz alle runter, das ist ein Überfall! Okay, was machen die anderen alle? Ja, die Hände hoch und halt weichen sie zurück. So, Geld her, raus! Okay, also ich gehe einfach ganz, ganz locker, ohne mit der Wimper zu zucken, auf ihn zu. Bis ich so halt sehr nah vor ihm stehe, so Armeslänge. Was macht er? Zurück! Ich schieße! Ohne Hektik nehme ich seine Pistole und nehme ihm die aus der Hand. Ja, also bevor du irgendwie dann richtig nah rankommst, macht er einen Schritt zurück und zieht die Frau, die hinter ihm in der Schlange gestanden ist, zu sich ran und hält so die Pistole an ihren Kopf. Komm nicht näher! Ich knall sie ab, die Schlampe! Das wirst du nicht tun. Möchtest du das mit Bestimmtheit sagen? Das sage ich mit großer Bestimmtheit. Ja, mit göttlicher Stimme, ja. Quasi. Musst du da auch noch irgendwas würfeln? Nö. Ja, das ist ein Neck, ne? Ja. Okay, ja, dann hält er in seiner Bewegung inne und was tust du dann? Ich nehme ihm die Pistole ab. Ohne Hektik, ganz ruhig. Ja. Nehme ich die einfach an mich. Der ist so ein bisschen perplex und auch die Frau so fängt an zu heulen. Und jetzt rate ich dir, geh nach Hause und such dir den Job. Okay. Und dann wird schnell die Energy-Drink-Dose gekauft und wieder zurück ins
Ich stelle mir gerade vor, wie wir im Podcast sitzen und sobald Sigurd die Waffe hat, fliegt die Tür auf und so 10 Menschen rennen raus, voll in Panik und alle gucken nur so, was hat Sigurd jetzt schon gedacht? Sigurd kommt mit so einer Tüdeldose dazu und macht die so auf. Macht die so auf. Verschüttet einfach den Inhalt. Okay. Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich dachte, sein wäre so ein Undercover-Ding, nicht so ein Massenpanik. Ich habe eine Dose zu trinken gekauft. Okay. Zurück im Auto. Anna hat rausgekriegt, ja, jetzt, du hättest die Dosen nicht kaufen müssen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und das ist jetzt wirklich eine ganze Ecke weg. Wie wollten die jetzt da hin? Das Herz wird, dass Rob schon da ist. Das kann ja auch erst. Ich weiß nicht, wann waren wir in der Mine? Vor ein, zwei Tagen? Ja, das ist noch nicht lange her. Ist die Frage, ob wir das da. Hat das Casino nicht ein Flugzeug oder so, mit dem wir fliegen könnten? So ein Privatjet? Nee. Oh Mann, ey, die haben jeden Scheiß, aber keinen Hubschrauber. In Las Vegas hat doch bestimmt jeder einen Helikopter. Ja, Frank Sinatra hat er einen. Ja, aber ihr seid nicht Frank Sinatra. Das ist ein Argument. Wir haben aber ein achtbeiniges Pferd. Das auf unserem Dach rumgeschlagen ist. Nein, das hat Odin. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das Karl. Kennen, das ist ziemlich krass. Genau, warte, Civils Notfallnummer. Hallo Olymp, wir bräuchten mal ein Pferd. Schickt uns den Pegasus mal runter. Ja, schickt uns Pegasus mal vorbei, bitte. Ja, wie gesagt, aber wir schicken mal rein. Naja. Last-Minute-Flüge. Wir fahren zum Flughafen. Last-Minute-Flucht, ab einmal quer Inlandsflucht. Das ist ja hier kein Ding. Und Sigurd bezahlt. Ja, meinetwegen. Die Rechnung kriegt doch eh immer Karl, oder? Ja. Sigurd hat's doch als Anwalt. Wenn ich ja neuerdings pro bono arbeite, hab ich's dicke. Ja. Okay, dann auf zum nächsten Flughafen. Wollt ihr noch irgendwas anderes dann mitnehmen oder so? Irgendwie sonst irgendwo was planen, was... Ja. Ich hätte gern meinen Stock. Ich hatte letztes Mal keine Waffe, das war echt scheiße. Okay. Wir fahren auf jeden Fall nochmal ins Casino. Mhm. Ich möchte Nili und Bari sagen, wir brauchen irgendein Kommunikationsmittel. Möglichst klein, möglichst handlich. Ein Smartphone. Nein, eher so Ohrstecker. So klein. Klein. Bluetooth-Ohrstecker für Smartphone. So ungefähr, nur jetzt halt auf Funkgerät, dass wir miteinander kommunizieren können. Kennt ihr diese Agentenfilme, die bei Menschen total in sind? Aber das geht mit Ohrsteckern mit Bluetooth über Smartphone. Tatsache. Okay. Guck dich so total perplex an, so hä? Das ist eure Technik, so kennt ihr euch damit nicht aus. Genau. Habt ihr das da? Nebenan ist ein Handyladen. Lass mich raten, du gehst nicht mal eben kaufen. Es ist hell. Hab ich mir gedacht. Ja, dann. Okay. Dann gehst nicht, dass es da auch wieder einen Überfall gibt, während ich kann keinen kaufen. Nee, kannst du gerne kaufen gehen. Was du aber allerdings merkst, irgendwie draußen, irgendwie auf dem Weg nach draußen, im Casino selber ist die Stimmung so ein bisschen gereizt. Irgendwie. Da scheinen so ein paar Leute verloren zu haben und irgendwie so, es gibt so Leute, die sich lauthals beschweren, von der Security dann rausgeschleift werden müssen und so. Und die Security selber beschwert so, oh, scheiß Job und so. So irgendwie sowas kriegst du nebenbei mit. Irgendwie. Es ist alles ein bisschen gereizt. Ist das nur im Casino so oder ist das auch außerhalb? Wenn du dann rausgehst, merkst du das auch auf der Straße. Irgendwie sind die Leute heute scheiße drauf zu sein. Mhm. Merken die Leute rempeln sich gegenseitig an und ja, keiner weicht aus, wenn du irgendwie läufst oder so.
Wie heißt dieser Energy Drink nochmal? Slam. Slam, genau. Gibt auf dem Nordpol auch ein schönes Bild von der Werbung. Eine Ankündigung für diesen Stream. Ja, wenn Sigur Handy kaufen ist, dann nutze ich die Zeit und schau mal, ob ich über Internet Tickets finde für einen Flug, Inlandflug. Sollte kein Problem Last sein. Last Minute. Ja. Und dann würde ich die einfach mal schon mal bestellen. Ne? Weil. Mhm. Wer hat, der hat. Ja, das soll dir gelingen. Was machen die anderen Perfekt. Beiden? Karen ist irgendwie ohne Bild gerade. Ich jetzt auch. Oh nö. Ja, man sieht nur dein Tattoo. Okay. Niemand hat Bild. Außer Hella und mir. Jetzt haben wir dich auch wieder. Ah, okay. Ja, was mache ich denn? Colorado Springs. Ich kann jetzt im Grunde nichts weiter vorbereiten. Ich habe meine Waffen dabei. Die wären jetzt eh immer. Die jetzt wären das Schild, das ich habe. Und meine Stacheln habe ich ja eh immer dabei. Von daher. Und das Schild kann ich ja aus dem Nichts holen. Von daher muss ich jetzt nicht groß was packen. Ich habe alles. Mhm. Ich warte auf die anderen oder guck mal, ob ich irgendwie noch was machen kann. Anna? Ist sie noch da? Ich weiß nicht, sie kreiselt rum. Ich bin da, ich hatte mich nur gemutet. Ah, gut. Ich sitze neben Hela und suche mit ihr gemeinsam noch nach einem Mietwagen. Mietwagen? Wo wir sind. Mhm. Mit der Ford K nicht proben, okay. Ja, Mietwagen, auch das. Ja, oder können wir den auch irgendwie herbeizaubern? Hat der. Achso, natürlich in Colorado nicht, natürlich nicht, ja, das ist richtig, das ist korrekt. We're gonna summon a car, a Ford Car. Ja. Plopp. Wenn ich ein Auto herbeirufen könnte, ja, würde ich bestimmt ein anderes nehmen. Ich habe mal ein Cyan-Charakterkonzept gesehen, da war das Birthright auch ein Motorrad, was man dabei sammeln konnte. Das war witzig. Ja, aber das habt ihr leider nicht. Gut. Gut. Auf dem Weg zum Flughafen, dann, wenn ihr alles. Also, Hilla hat ihren Stab, wie hast du dir Gedanken mal gemacht, wie kriegst du den denn durch die Flughafen-Security durch? Extra Handgepäck. Handgepäck. Oder ein Kampfstab. Oder halt quasi Gepäck. Ja. Ein Gepäck. Der hat ja keine scharfen Enden oder so. Das ist halt einfach ein Stab. Und wenn man mich fragt bei der Gepäckaufgabe, ich fahre zum Kampfturnier. Ja. So also what? Als Handgepäck wirst du den wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber als normales Gepäck auf jeden Fall. Ja. Da liegt halt die paar Dollar extra. Ansonsten habt ihr alle Waffen, die beschworen werden, ne? Also nichts, was. Was hier irgendwie versteckt ist. Ich habe hier vorhin eingesammelte Pistole auch schon links wieder weggelegt. Ja, natürlich. Gut. Auf dem Weg zum Flughafen klingelt das Handy von Anna. Und deine Mutter ruft an. Wie lange habe ich die jetzt schon nicht gesehen und gehört? Eine ganze Ecke lang. Ewig, ne? Oh Gott, okay, ich gehe ran. Mama? Hallo, Kind. Merkst du irgendwie, sie klingt ein bisschen aufgewühlt? Ist alles okay bei euch? Geht's euch gut? Entschuldigung, dass wir dich anrufen müssen, aber du hattest doch diesen Freund, der Anwalt ist, oder? Ja. Weißt du, weil dein Stiefvater ist im Gefängnis. Wieso? Warum? Wegen so einem Auto-Ding. So ein Unfall. Nee, erzähl mir, was ist da los gewesen? Pass auf, ich habe nicht so viel Zeit, aber
Wir haben einen Unfall gehabt und der Polizist hat deinen Stiefvater, weil der, du kennst ihn ja, der ist halt ein bisschen aufbrausend manchmal, einfach mit einkassiert. Und jetzt sitzt er fest und der Anwalt, den wir sonst immer haben, der sagt, ich soll mich wegscheren, das wird ihm kein Geld bringen, den da rauszuholen. Das waren so ziemlich seine Worte. Ein paar mehr Schimpfwörter, aber die sag ich jetzt besser nicht. Okay. Ja, hör mal. Oh, Mama. Ja, ich werd Sigur mal fragen. Aber sonst ist alles okay bei euch. Geht's dir gut? Sonst, geht schon. Ja, doch. Wir fühlen uns hier wohl auf dem Land. Sonst. Okay. Waren Sie vor den Energy Drinks? Ich bin gerade so durch den Wind, ich komme nicht auf die Energy Drinks. Aber ich krieg doch mit, dass es deine Mutter ist am Telefon. Du hast ja Mama gesagt, ne? Ja. Mhm. Und stoßt dich so in die Seite. Waren Sie vor den Energy Drinks? Menschen. Hammer hat... Wie hieß der Stiefvater nochmal? Andrew, ne? Mhm. Hat der vielleicht dieses Slam-Zeug getrunken? Nein. Du meinst doch, wie der... Das ist nur ein Energy-Drinks hier. Nee, der trinkt sowas nicht. Glaube ich. Zumindest hatten wir das nicht gekauft. Weißt du, ich kaufe immer ein. Heißt ja nichts. Kriegst ja überall die Dinger. Wer weiß, ob er es getrunken hat und sie es nicht gesehen hat. Hat er dir auch was getan? Oder war das wirklich nur gegenüber diesem... Nein, es war auch ganz, ganz harmlos. Irgendwie, die haben uns angehalten, nachdem uns einer reingefahren ist. Und der hat sich halt aufgeregt, dass der andere Typ ihm reingefahren ist. Und der Polizist hat ihn dann festgesetzt, weil er sich so aufgeregt. Ich weiß auch gar nicht, der hat gar nichts getan. Ich sag da nichts zu, ich ignoriere das, es gibt einen Streit. Hör mal zu, Mama, wir müssen jetzt gleich los. Ich werde mit Sigur reden und ich melde mich dann nochmal. Okay? Ja, beeil dich. Ja, mach nichts Dummes, trink das Zeug nicht. Sicher. Wirklich, versprich es mir. Ja. Gut, dann fahrt ihr. Ich ruf dich nochmal an, okay? Ja. Tschüss. Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut. Soweit. Ja. Hast du deinen Wintermantel denn? Ist ja kalt jetzt im Sommer. Gott, wie das klingt. Ja, mach dir keine Sorgen. Ich friere nicht. Mir geht's gut. Gut. Ja, dann könnte ich noch irgendwie 2-3 Sätze unterhalten und dann fahrt ihr weiter. Möchtest du denn dem Sigur dann das erzählen jetzt? Klar, ne? Ja, ich erzähle das den dreien, aber eigentlich habe ich keine Lust, den Andrew da rauszuholen, weil das ein Arsch ist. Ich bin hin und her gerissen. Ich habe meine Mama lieb, aber der Typ ist kacke. Wie es so Stiefväter so an sich haben. Das kriegst du auch von mir als einziges Sitzbar. Willst du, dass ich den da raushole? Nee, lass ihn erstmal. Wenn das so aggressiv ist, wer weiß, dann ist er da besser aufgehoben. Das ist nicht mein Vater. Ja, aber er hat dich großgezogen, oder? Also ist das schon irgendwie sowas wie ein Elternteil? Nicht? Ich habe keine Ahnung, ich bin Waisenkind. Ich hätte gern einen Vater. Oder eine Mutter. Entschuldigung. Ich spiele weiter an der schwarzen Acht rum. Gut, dann kommt ihr irgendwann am Flughafen an und checkt ein. Versucht zumindest einzuchecken, weil die Dame, die am Check-in irgendwie arbeitet, scheint gerade irgendwie... Ja, die poliert sich gerade so die Nägel, so, als sie hier ankommt. Guckt dann kurz hoch. So, das hat immer noch so ein Schild geschlossen da. Ist das der einzige Schalter? Zumindest von der Airline, wo ihr mitfliegen wollt, schon, ja.
Geht der Flug nach Colorado Springs nicht? Flug zu hoch? Doch, ja. Dürfen wir auch mitfliegen? Mir nur egal. Das heißt, ich gehe jetzt einfach an Ihnen vorbei und dann ist alles in Ordnung. Ja, von mir aus. Okay. Ich drück Ende der Aufnahme auf meinem Handy. Okay. Ach. Ja? Zeig einmal so die Tickets, so, aber wirklich nur so ganz kurz so. Und dann. Whatever. Dann schulter ich den Stab von Hella und wir gehen zur Security, zum Security-Check. Ja. Pass auf, ich darf den Stab gleich mitnehmen, wenn Ihnen das auch so kackegal ist. Er biegt einmal um die Ecke in den Bereich, wo die Security-Gates sind und da ist großer Tumult gerade. Da ist die Security gerade mit ziemlich hoher Gewalt irgendeinen Typen, der da stand. Also ihr habt das noch mitgekriegt, der schiebt irgendwie so seine Tasche da durch, ganz normal, geht dann durch den Metalldetektor, wird abgetastet und dann irgendwie der eine Security, ey, was guckst du mich so scheiße an, und schubst den so gegen den anderen und dann fängt die große Klopperei da an. Und die Security-Leute mit 5 Mann treten gerade auf den Typen ein, der am Boden liegt. Ich guck nach links, ich guck nach rechts, macht irgendwer was? Ja, das fängt irgendwie Tumult an, Leute versuchen sich einzumischen, irgendwie so kleinere Keilereien an der Seite fangen dann auch an, die einen sind für den Typen, die anderen sind für die Security-Leute. Einige versuchen sich durchzuschlängeln, damit sie schnell durchkommen, ohne kontrolliert zu werden. Großer Tumult. Cool. Oder auch nicht cool. Macht da noch irgendein Security-Mensch seine Arbeit oder prügeln die sich alle? Doch, die sind gerade ziemlich beschäftigt, damit die. Also, es sind 5 Leute, die auf den Typen einprügeln, und so 2 sind noch irgendwie dabei, irgendwie die Leute dann abzuhalten, dass sie nicht einfach durchgehen. Aber auch mit ziemlich roh so irgendwie. Wenn man es komplett zugemacht hat, dass gar keiner mehr durchkommt. Sag mal, Anna, gibt es da irgendeine Chance, da dran vorbeizukommen? Finde ich einen Weg durch den Tumult. Wobei an den Sicherheitsmenschen. Wie willst du das denn machen? Ja, ich mache einfach mal einen Wahrnehmungswurf wahrscheinlich. Die Brille bringt mir jetzt nicht viel. No. Mach mal. Wahrnehmung noch was, oder? Was kann man denn da mal nehmen? Ich habe den Charakterbogen lange nicht mehr gesehen. Schlag mir mal was vor. Ja, das ist gut. Das ist ordentlich viele Würfel. Ich drück mich währenddessen so ein bisschen an Karen, total eingeschüchtert. Und zupf so ein bisschen so an ihrem Shirt und mein so. Glaubst du, das kommt von dem Energy Drink, dass plötzlich alle hier so durchdrehen? Ich bezweifle das, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so flächendeckend dieser Energy Drink getrunken wird. Ja, aber wieso sind dann alle so aggressiv? Ich bin mittlerweile echt kurz davor. Nein, ich mach das jetzt. Ich nehme eine Probe vom Trinkwasser. Ah, okay, von irgendeinem so Brunnen, der da ist, oder was? Ja, da werden ja Trinkwasserbrunnen oder auf der Toilette im Waschbecken. Ich nehme eine Probe und ja, das dauert jetzt ja, bis wir die Zwerge wiedersehen, aber wir müssen das unbedingt untersuchen, weil es war ja so, dass in diesem Energy Drink, jetzt weiß ich nicht, irgendwie Titanenblut mit drin das war. Das vermutet, ne? Ihr, ja. Ja, und wenn die das nämlich in dem Energy Drink drin haben, getestet haben, wenn die das in irgendein Trinkwasserreservoir in der Nähe eingeschleust haben. Die haben ja gesagt, es bräuchte nur sehr wenig davon, um einen großen Effekt auf die Menschen zu haben. Und wenn die
das gemacht hätten, damit würden die Leute ja viel breiter erreichen. Mhm. Ich möchte, weil das wirklich alle jetzt ja gerade betrifft, die wir hier um uns sehen. Und also übrigens, hier läuft zwischendurch auch nochmal an so einem Info-Terminal vorbei, wo so halt Nachrichten aus aller Welt laufen. Da sieht ja irgendwie in der ganzen Welt ist auch irgendwie gerade Zeug los. Terroranschlag in Paris war und so ein Zeugs. Und, ja, ich möchte, während wir so vorbeischauen, mal in die Mülleimer gucken. Ja. Ob ich da übermäßig viele von diesen Energy-Dosen sehe? Nee, ein paar halt, aber nicht übermäßig viel. Aber was ist das? Das ist doch nicht normal. Also, ich weiß nicht. Es reicht ja vielleicht schon ein, zwei, die sowas anfangen und die anderen, die reagieren da drauf. Ja, aber das müsste doch irgendwie durch Stimmung oder durch keine Ahnung, Hormone übertragen werden. Irgendwas, also, worauf die Leute halt reagieren. Fragt euch doch mal mit mir zusammen, warum diese Typen das Herz des Winters brauchen. Keine Ahnung, wir wissen ja noch nicht mal, was das Zeug kann, außer das Wetter kontrollieren. Ja, aber vielleicht reicht das ja. Vielleicht ist es nicht das Grundwasser, sondern das Regenwasser. Okay, ja. Ja, stimmt, Scheißwetter ist auch schon die ganze Zeit, ne? Ja, aber warum betrifft also, es uns dann nicht? Selbst wenn das regnet. Nur weil wir Science sind? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das uns nicht irgendwie angreifen würde. Hela, du warst doch bewandert in nordischer Mythologie, ne? Du hattest dich doch da schlau gemacht, ne? Dann wird dir auf jeden Fall einfallen, dass das Herz des Winters nur ein Teil, also der nahende Winter, der Anfang ist von Ragnarök halt. Zumindest in der Prophezeiung. Ja, ja. Also, dass es erstmal Winter wird, ein ewig währender Winter, und dann geht's weiter halt, die Prophezeiung. Brüder werden Brüder bekämpfen, und sie werden Mörder werden von den Kindern ihrer Schwester, und die Welt wird krank werden, und es kommt ein Wolf-Zeitalter, ein Schwert-Zeitalter. Ja, und dann kriegt die Midgard-Schlange aus dem Meer, genau. Alles geht in Feuer und Wasser unter, genau, so geht's. Götter schlagen sich gegenseitig, das Ende der Welt kommt davor. Mhm. Das heißt, wir sind im also sind wir schon beim zweiten Anzeichen. Ich google Ragnarök. Ich muss mir das nochmal durchlesen, damit wir ja hier up-to-date sind. Wirst du diese Prophezeiung wirst du auch finden können. Wenn du gezielt danach suchst. Ich habe eben eine 9 gewürfelt. Ja. Und versuche mal den ungefährlichsten und unbeobachtetsten Weg zu finden durch diese Menschenmenge. Auch vorbei an den Sicherheitsleuten, damit wir da einfach... Ja, also so einen ganz komplett unbeobachteten Weg durch eine Security-Gate am Flughafen wird es jetzt auch mit dem Tumult nicht geben. Aber du könntest dich so ein bisschen an dem Tumult an einem Rand bewegen, dass du nicht mehr mitten reingezogen wärst, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Während dem ja dann irgendwie versucht, den großen Tumult zu meiden, kann man sehen, dass die Security-Leute den Typ jetzt blutig geschlagen haben, weiter auf ihn eintreten, wie er am Boden liegt. Und wir müssen die doch stoppen. So in der Menge, die ansteht, hat gerade eine Mutter ihr Kind geschlagen. Also richtig, mit der Faust. Sei ruhig, nur auf zu schreien und so. Wir müssen doch irgendwas tun. Wir können doch hier nicht einfach so rumstehen und zusehen, wie... Also ich habe keine Idee, was wir da jetzt machen können. Mit Riesen werden sie fertig. Die kann ich auch einfach meinen Schwertschaft ins Gesicht stopfen. Ja, das geht hier nicht. Also ginge schon, aber es wäre nicht gerecht. Sehr wahr, sehr wahr. Wenn die sich gegenseitig die Moppe polieren, ja meine Güte, die polieren sich halt gegenseitig die Moppe, ne? Gut, dann seid ihr irgendwann dran. Irgendwie der Security-Typ dann total genervt. Irgendwie, was ist mit dem Stab da? Der bleibt hier. Ja, wir wollten den irgendwie aufgeben, aber die Dame am Schalter... Ist mir egal, der bleibt hier. Sonst noch was mit? Wie kriegen wir den ins Gepäck? Das ist mein Problem.
Ja, weil... Nein, es ist nicht. Wenn ich zu fühlen. Entweder der Stab bleibt hier oder sie bleiben hier. Ganz einfach. Okay. Gott, können wir den da hinten mal wegziehen? Das nervt hier. Möchtest du was machen, Sigurd, sonst mach ich was. Mach du was. Ja, dann gehe ich nach vorne, guck ihn an. Meine Augäpfel färben sich schwarz, während ich ihn anstarre. Und ich, und auch so ein bisschen so die Skelett scheint so durch. Und dann gucke ich ihn an, der Stab kommt mit. Und damit erteile ich ihm den Befehl, dass er mir den Stab quasi zurückgibt und einen absegnet. Natürlich, ja klar, gehen Sie. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dann gehe ich durch die Tür. Ey, wieso darf die den Stab mitnehmen? Und dann geht's schon wieder los. Und dann schubst du die wieder rum. Ich schieb die anderen schnell durch. Als wir auf der anderen Seite angekommen sind, gucke ich Hela an und sag, ziemlich creepy Version von dem Trick. Sagt derjenige, der gerne stalkt. Ich schultere den Stab und pfeife, während ich das Gate entlang gehe. Brauchst gar nicht so unschuldig tun! Ich habe übrigens die vollständige Prophezeiung gefunden, die kann ich gleich mal während dem Fliegen vorlesen, falls es ein ruhiger Flug wirkt und das Flugzeug nicht gesprengt wird oder so. Danke, jetzt habe ich Angst. Oh nein. Die Welt dreht gerade vollkommen am Rad, hallo? Ja, die Stewardessen im Flugzeug scheinen wenig motiviert zu sein, ihren Job zu machen. Die winken euch durch, irgendwie sind ziemlich genervt. Ja, und dann sitzt ihr dann irgendwann auch im Flugzeug und das Flugzeug rollt auf die Rollbahn und startet. Und ja, irgendwann seid ihr auf Reisehöhe angelangt. Alle sind, ja, es ist irgendwie eine komische, angespannte Stimmung in dem Flugzeug immer noch. Ja. Alle sind ein bisschen... Nehmen wir an, wir sitzen in so einer Viererreihe. Ja, bestimmt. Dann würde ich quasi, nachdem die Anschnallzeichen wieder verloschen sind, man sein Handy wieder anschalten darf, mal vorlesen, was ich gefunden habe. Ragnarök wird sich folgendermaßen zutragen. Zu Beginn werden Zeichen des Endes vorausgesagt. Das Gleichgewicht der Welt ward seit Bards Tod ausgesetzt. Lokis Bosheit wird sich auf die Menschen abfärben. Ganz Midgard wird in Kriegen versinken. Väter und Söhne werden sich gegenseitig töten. Es wird ein Zeitalter des Schwertes und der Klinge beginnen. Ganz Midgard wird erfüllt sein von Blut und die Götter werden machtlos zusehen müssen. Danach kommt die Zeit der Firmbulver oder des Firmbulwinters. 3 Jahre lang wird die Erde von einem schrecklichen Winter heimgesucht werden. Die Kälte wird unerträglich sein. Alle Kreaturen der Welt werden verhungern. Die Sonne wird sich weigern zu scheinen und die Erde sich nicht mehr erwärmen. Dann folgt durch den Surt der ausgelöste Weltenbrand. Die Erde versinkt in einem durch die Midgard-Schlange ausgelösten Überschwemmung. Bedeutet, wir sind jetzt Stadium 1 und... Wir haben noch 3 Jahre Zeit. Haben noch... Ja gut, der Winter beginnt jetzt, der wird 3 Jahre andauern. Das ist Stadium 2. Sobald 3 Jahre um sind, kriegt die Midgard-Schlange aus dem Wasser und dann wird hier alles überschwemmt. Wir sollten uns beeilen. Bitte. Wie lange fliegen wir eigentlich? Ich müsste dich jetzt raussuchen, irgendwie, wie lange man dazu fliegt. Ist schon, also ihr könnt euch ruhig in Ruhe noch unterhalten. So, was wolltest du machen während der Zeit? Ich frage nur wegen schneller. Das ist wahrscheinlich nur so 1-2 Stunden. Ja. Ja, ich hab nicht so ganz zugehört, als Hela das erzählt hat, weil ich immer noch an meine Mutter denke, die angerufen hat. Und mhm. Kannst du auch zwischendurch so SMS war. Gekriegt, so und, was ist jetzt? Und ja. Ich habe die schon monatelang nicht mehr gesehen oder gehört. Zwischendrin auf einer News-Seite irgendwie am Handy, das du irgendwie zwischendurch mal geguckt hast, kannst du auch irgendwie News von dem kleinen Kaff, wo die jetzt wohnen, sehen. Irgendwie, da ist irgendwie das Rathaus irgendwie in Brand gesteckt worden. Irgendwie, Polizei hat sich nicht drum gekümmert.
Das ist irgendwie so wie Brand News da in dem, in diesem kleinen Städtchen. Ja. Wie ist die Stimmung im Flieger? Wie gesagt, angespannt, aber jetzt nicht aggressiv oder so. Irgendwie eher genervt. Gut, dann landet ihr irgendwann und seid am Flughafen und was dann? Welche Adresse stand denn auf der Dose? Ja, und die Adresse, die Anna da schon vorgelesen hatte. Achso. Das müsste ich jetzt gerade auch nochmal suchen, aber du hattest das ja irgendwie aufgeschrieben, ne? Mhm. Colorado Springs. Und der Typ heißt Gunnar Forsen. Den können wir ja bestimmt googeln. Genau. Ja, der hat dann ein Anwesen. Kann man googeln. Deal. Dann gehe ich zum nächsten Schalter, um einen Wagen zu mieten. Haben wir schon gemacht. Ach, haben wir sogar schon. Ja, dann. Wer steht schon vor der Tür? Ihr seid so toll. Yay. Ford Car. Er hat uns gelobt. Er hat uns gelobt. Macht drei Kreuze in den Kalender. Warte, bis er den Wagen sieht. Uh-oh. Smart. Draußen auf der Straße kann man übrigens Leute sehen, irgendwie so eine christliche Vereinigung, irgendwie die scheinen damit so die laufen dann mit Schilder rum, irgendwie das Ende ist nah. Der Winter ist das erste Zeichen und so und dann verteilen da Bibeln und so. Singen. Lauft dran vorbei zum Mietwagen. Dreh mich zu euch um. Also jetzt mal echt, wenn es unsere Eltern gibt, ne? Habe ich mir auch schon vorgestellt. Ja, Jesus, der Sign of God. Ja? Ich bin gespannt, wie so ein Sign of Christus aussieht. Ey. Krass. Ja. Wer weiß. Warte, wenn man so denkt, war Jesus ein Zion. Oh Gott. Die Bibel kriegt einen ganz neuen Touch, ja. Ja. Birthrights und so. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Schon Brot holen. Ja. Hallo? Der hatte Schuhe, mit dem konnte er übers Wasser gehen. Ja, sehr coole Inspirationsquelle für den nächsten Zion-Charakter, finde ich gut. Ja, was für ein Mietwagen steht denn da? Was habt ihr denn besorgt? Ford Ka. Ein Grün. Ein Grün. Ich hätte irgendwas Schickes besorgt. Ach Quatsch. So ein Lamborghini oder so. Oho. Oho. Ich weiß gar nicht, extra für Sigur geht ja auch auf seine Kosten. Von daher. Mit Sitzheizung. Oh ja. Hinten auch. Ein Lamborghini mit Sitzheizung. Ein Lamborghini Viersitzer ist auch schon ziemlich rar. Okay, ich nehm's zurück. Vielleicht irgendwie so einen typisch amerikanischen so hier SUV. Ja. Mit Sitzheizung. Weil es kalt ist. Wirklich kalt, denn draußen ist ein eisiger Wind und ihr tappst durch Schnee. Ja, mir ist nicht mitten kalt. Im Sommer. Ich lauf im T-Shirt rum. Ein Wagen nach meinem Geschmack. Shotgun. Ja. Hinten ist sowieso mehr Platz. Okay. Ab Richtung Anwesen von Gunnar Forsson. Während der Fahrt beginne ich mit Sigo eine Diskussion darüber, dass Shotgun bei ihm nicht gilt, weil er keine Schusswaffe führt. Soll ich das jetzt mal Iron Fist sagen, oder was? Ist mir egal, aber halt Hauptsache irgendwas, was nicht Shotgun ist, weil du führst keine Schusswaffe, das zählt nicht. Kannst meinetwegen Schwerthand sagen oder so, aber... Deal. Okay. Ja, das Anwesen liegt auf so einem kleinen Hügel und könnt da auch ohne Probleme hinfahren.
Hier scheint die Stimmung ein bisschen nicht so aggressiv zu sein wie in Las Vegas. Irgendwie zumindest habt ihr jetzt nichts mehr irgendwie gesehen, dass irgendwie Leute sich gegenseitig irgendwie an die Gurgel gehen oder so. Ja, und das ist so ein richtig großes, schönes, reicheren Anwesen mit so einem mit hohen Mauern außenrum und so, und so einer schönen VIP-Zufahrt. Da könnt ihr versuchen, irgendwie reinzukommen. Oder wie wollt ihr da rein? Haben wir einen Plan A, wenn Plan B bedeutet, wir gehen rein und töten alles, was sich bewegt? Ich dachte, wir reden mit dem Typen erst. Just asking. Nur, wie willst du da reinkommen? Unter welchem Vorwand? Hat dir der Drink nicht geschmeckt? Bist du ein Sponsor? Möchtest du für ihn Anwalt sein? Ich weiß nicht, also ob man dir das abnimmt, dass du für Riesenkonzerne arbeitest, die du normalerweise verachtest. Jetzt stehen wir da echt vor den Toren und denken uns, okay, und jetzt? Ja. Schön. So muss das sein. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal eine Grundsatzentscheidung fällen. Lieb oder böse? Wollen wir uns da reinschleichen und das Herz klauen? Wollen wir dort rein und wollen das Herz rauben? Mit dem Abquatschen. Abquatschen? Kannst du das? Ich kann Ersteres. Wenn du dir das zutraust? Wir sollten erstmal herausfinden, ob das Herz überhaupt hier ist. Wie tun wir das? Das sollte Anna sehen können. Wenn ich würde sagen, ich klopfe mal so auf meine Brusttasche, wo ich meine Brille drin habe. Genau, also wenn, kann es Anna sehen. Von daher brauchen wir erstmal einen Vorwand, um da reinzukommen, damit Anna sehen kann, wo sind Kameras, Wachen, versteckte Gänge, der Whirlpool, irgendwas. Und keine Ahnung, du und Karen, ihr seid die Erwachsenen, von daher werdet ihr ihn vielleicht irgendwie in ein Gespräch verwickeln können oder so. Weiß ich nicht. Und ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was Herz überhaupt hier ist. Bin hier, weil ich für die neue Werbekampagne... Nee, das kauft man mir nicht ab. Vergiss, was ich gesagt habe. Du bist Praktikantin. Okay. Ja, aber das bist du doch schon. Ach so. Die Frage ist, also ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt reingehen können, um das Herz zu stehlen, weil wir kennen das Territorium einfach nicht. Oder was meinst du, Karen? Du hast uns immer so schlaue Pläne. Hilfe. Bist gemutet. Das komm ich gemutet. Ja, das erklärt, warum ihr vorhin nicht auf mich reagiert habt, als ich was gesagt habe. Sorry! Kein Problem, ich dachte, ach, ist doch nicht so wichtig. Ich habe gerade tatsächlich keinen guten Plan, wie wir da reinkommen, dummerweise, weil jetzt Einbrechen und Stealth-Sachen jetzt nicht so meins ist. Ehrlich gesagt. Also... Und wie toll das mit dem Quatschen klappt bei mir, habt ihr ja bei der Paketfirma gesehen, ne? Wo die alle dachten, ich hätte völlig einen an der Waffe. Deswegen, ja. Oh. Ihr müsst euch entscheiden. Drei Filme. Wer wirklich richtig seht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Also, so wie ich das verstanden habe, wollen wir erstmal das Gebiet erkunden, ja? Ja, auf jeden Fall wird Anna das zuerst, würde ich sagen, angucken, ob wir da vielleicht was sehen können. Und dann müssten wir. Ja, also, ich meine, rein müssen wir auf jeden Fall. Ist halt nur die Frage. Was können wir denn, da müssen wir gucken, dass wir vorher so viel wie möglich über die Gegner rauskriegen. Und ich würde es davon abhängig machen, ob wir da überhaupt eine Chance haben, da
ich sag mal, offensiv reinzugehen oder ob wir wirklich doch irgendwie gucken müssen, dass wir da irgendwie heimlich reinkommen. Ich denke, wir können Sigur und Anna gut einschleusen. Weiß ich nicht, Sigur bringt eine fiktive Klage vor von irgendeinem Kunden, der nicht existiert. Terrence spielt, die Herzprobleme aufgrund von Slam hat. Genau. Und Anna ist die Praktikantin. Das bedeutet, Anna kann sich umsehen, während Sigur die Verhandlungen führt. Und Karen und ich könnten uns als Touris ausgeben und fragen, ob man das Gebäude besichtigen kann, weil wir große Energy-Fans sind. Das funktioniert nicht. Ja, das hätte ich jetzt auch gerne. Nein. Aber Karen und ich könnten mit dem Auto drumherum fahren und gucken, ob es sowas wie ein Hintereingang gibt, Einfahrt gibt, was weiß ich, eine Belieferungsschranke, Schwachstellen im Zaun. Vielleicht schauen wir mal bei Google Maps, vielleicht finden wir auch irgendwelche Infos, wie groß das Gelände ist, ob da hinten rum noch irgendwie ein großes, weiß ich, Parkanlage dahinter noch ist. Ja, aber das könnten, wie gesagt, groß. Karen und ich von hier draußen machen und ihr versucht es halt von innen zu infiltrieren. Und wenn ihr wieder raus seid, können wir uns dann überlegen, wie wir vorgehen. Haben wir unsere Ohrstöpsel eigentlich schon angezogen und kalibriert und aufeinander ausgerichtet und so? Na klar! Was wissen wir da? Ich habe auch so ein Ohrstöpsel. So ein Ding. Der alle hat. Wie cool. Ich hätte sogar auch einen hier, aber ich weiß nicht, wie der funktioniert. Haben wir es jetzt eigentlich. Ist es dunkel oder ist es noch hell? Es ist noch hell. Also trüb halt, ist halt Winter und Schnee und. Also eigentlich ist Sommer, aber naja, ihr wisst schon. Sollen wir einfach rein uns drauf ankommen lassen? Wenn es nicht klappt, können wir mal noch mit dem Kopf. Wenn es nicht klappt, ziehe ich das Schwert. Also ungefähr, ja. Also klingeln wir mal. Ding dong. Zu viert. Oje. Zu viert? Ja, wenn dann zu viert, oder? Obwohl, ja. Ich fand die Story nicht so schlecht, aber wenn wir jetzt die Party splitten und das kommt doch zum Kampf, dann. Na gut, andererseits seid ihr unsere kampfstärksten Charaktere und. Sagt die Drachen. Über Bluetooth verbunden. Sagt die Drachen- und Riesentöterin, ja. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Okay. Also, Karen ist hier voll der Held. Aber wir sind ja per Bluetooth verbunden, bedeutet, sobald es da irgendwie zum Kampf kommt, hören wir das und dann brechen wir. Ach, wir haben den Fort gar nicht. Haben den Fort gar nicht. Scheiße! Schade, ich hätte jetzt gesagt, sonst fahren wir so voll nur durchs Tor und die Kavallerie. So weit reicht die Haftpflicht nicht. Naja, aber. Das ist auch egal. Selbst wenn wir könnten von außen schon rein, ich meine, selbst mit Karen, also das kriegen wir hin. Also die Frage, ja, gut, wie gut die diese Firma da abregeln können. Ich meine, die rechnen jetzt ja wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Terroranschlägen oder so, ne? Auf eine Energy Drink Fabrik. Deswegen halt. Ja, ist die Fabrik direkt dabei oder ist das für die privat? Nee, das ist dieses Anwesen von dem Typen. Das heißt, ist woanders. Der hat Sicherheitskameras, der hat vielleicht ein paar Bedienstete, aber vielleicht ist da auch gar nicht so viel. Also dafür hat er eine Riesenparty. Haha, Riesenparty. Der war nicht gut. Wie man es nimmt, ne? Wir sollten euch auf jeden Fall mit einem Telefonanruf ankündigen. Dass wir quasi sagen, ja, wir kommen jetzt in 10 Minuten vorbei, wir sind schon auf dem Weg, weil wir brauchen einen Termin, weil es ist dringend, hier ist eine Anklage eingereicht worden, bla bla bla. Dann können wir ja auch direkt klingeln. Ja. Ja gut, macht was ihr wollt. Wir brauchen Psychic Paper, wie Dr. Who. Ja! Tja, habt da aber nicht. Ihr habt so viel, aber das nicht. Das wird mein nächster Wunsch von Nidhi und Bari sein. Psychic Paper. Wenn du deinen Papa mal triffst, fragst du ihn mal, ob er dir sowas machen kann.
Und sagt dann, nein, das ist Betrug. Korrekt. Dann bin ich so ein Schraubenzieher. Okay. Ja, wir fahren vor und klingeln. Können wir hier abspeichern? Ja, ja bitte. F5, F5. Ja, bitte. Anderson, mein Name. Ich vertrete eine Dame, die schwerwiegende Anschuldigungen an ihre Firma und auch an sie privat richtet. Ja. Und es geht um ein Gespräch, das ich mit Ihnen gerne führen möchte. Ah, Sie wollen einen Termin mit Mr. Ferguson? Meinetwegen auch mit dem. Herr Forson. Forson heißt der Mensch, Forson, ja? Forson, ja. Genau mit dem. Ja, dann melden Sie sich doch einfach im Büro und dann gibt man Ihnen einen Termin. Warum kommen Sie denn hier direkt an Ihr sein Privatanwesen, wenn Sie Anwalt sind, was ich so herausgehört habe aus Ihren... warum gehen Sie nicht den normalen Weg? Wie jeder gute Anwalt? Weil wir sehr gut sind. Naja, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es gerade in diesen turbulenten Zeiten Mr. Forson relativ genehm ist, das nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Oh, wir sprechen nicht von Öffentlichkeit. Sie wollen doch nur einen Termin. Aha. Sie wissen ganz genau, wie schnell sowas an die Presse kommt. Wie gesagt, wenn offizielle Terminanfragen gestellt werden, wenn Paparazzi sowas mitkriegen. Wie gesagt, machen Sie sich einen Termin und dann bekommen Sie einen. Gut. Schönen Tag. Ich wollte ihm die Möglichkeit geben. Selber. Gott, bin ich ein schlechter Lügner. Ja. Ja, und jetzt? Ich bin nur der Spielleiter, frag mich nicht. Die Frage war auch nicht an dich gerichtet. Ich war gemutet, sorry. Ich hab, ich hol mein Dietrich raus und schau auf das Torschloss. So, der will uns also nicht reinlassen. Das ist ein großes Rolltor. Ich glaube, da kommst du mit dem Dietrich nicht weit. Oh Mann. Kein Thema. Eine Person kann ich mitnehmen. Du bist schon wieder gemutet, Mike. Über den Zaun. Ja. Ich und dieser Mute-Knopf. Ja, da die uns so nicht reinlassen. Ich würde gerne Stealthy versuchen, nur habe ich leider da keine Punkte drin, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber, da kommen wir doch bestimmt irgendwie rein, wenn... Könnte über das Tor springen, ja. Ja. Wie gesagt, ich kann mit einer Person über den Zaun springen. Ja. Kein Thema. Ich kann das auch dreimal machen, allerdings wird es dann vielleicht irgendwann auffällig. Was ist das da hin? Ja. Sir, da springt jemand über unseren Zaun. Was? Ja, aber der ist schon wieder zurückgesprungen. Irgendwie, ne? Jetzt kommt er wieder. Das ist ja lustig. Nur die Frage, ob der ganze Zaun auch mit ist. Dann würde das nichts bringen. Kann man den nicht aufknipsen oder so? Oder ist das massiv? Oder ist das Stein? Oder? Ja, Stein halt. Ist halt so ein
reichen Anwesen in den USA, wenn ihr das mal irgendwie in so Crips-Serien gesehen habt. Durch das Rolltor kannst du schon weit gucken bis zum Haus. So schöne Weite. Für Räuberleiter passt das wahrscheinlich auch nicht, ne? Da immer so ein Schubs rüber. Nee, gesagt, Sieg und nicht ein paar Mal springen. Räuberleiter, ja, wird schwierig. Ich kann euch auch über den Zaun werfen. Das meine ich, ja. Frage ist, wie in ein Auto. Könnte, glaube ich, nur ein bisschen wehtun. Ja, das stimmt. Die Helden scheitert vor einer Mauer. Wie ist denn die Telefonnummer von dem Büro von dem Typen? Das solltest du auf jeden Fall rausfinden. Das lässt sich herausfinden. Ich würde da mal an. Ja. Phone your Power Associations. Guten Tag, hier ist die ganze Live von, wie heißt denn, heißt du mit Nachnamen, Sigur? Anderson. Anderson. Mr. Anderson. von Mr. Anderson. Mr. Anderson ist auf dem Weg zu Ihnen mit einer Praktikantin, da eine Anklage gegen Sie erhoben wurde und Mr. Anderson möchte diese bei Ihnen persönlich vorstellen. Es ist, man hat mir gesagt, dass das Ganze sollte. Mr. Anderson ist auf einem friedlichen Weg aus. Bedeutet, er möchte das Ganze nicht in der Öffentlichkeit schlechter Publicity breittreten, da er selber ein großer Fan ihres Getränks ist und nicht wirklich. Seien wir ehrlich, die Frau ist nicht besonders beliebt bei uns in der Abteilung. Wir versuchen also auf einem friedlichen Wege mit ihnen eine Lösung zu finden. Aha. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass er auf dem Weg zu Ihnen ist und ich habe versucht, die letzten Tage bei Ihnen anzurufen, aber irgendwie ging keiner dran. War Ihr Telefon kaputt? Nein. Und wohin ist er jetzt unterwegs? Soweit ich weiß, ist er auf dem Weg zum Anwesen vom Herrn, wie spreche ich das richtig aus? Forson. Forson? Ich hätte jetzt Ferguson gesagt. Nee, zu Herr Forson persönlich. Deswegen rufe ich aber Ihnen an. Was will er denn da? Und soweit ich weiß, wollte er das mit Herr Forson persönlich klären. Ah ja, und sehr eigenartig. Und was soll ich ja jetzt machen? Ihm vielleicht ankündigen, dass er auf dem Weg ist. Ich bin nur die Praktikantin, Sie kennen das doch, wir werden ja rumgeschossen. Dann sagen Sie Ihrem Chef, dass er wohl wahrscheinlich vor dem Tor stehen bleiben muss. Der Forson lässt eigentlich keinen rein, den er nicht kennt. Würden Sie einfach irgendwelchen 0815-Anwalt reinlassen, wenn er vor Ihrer Tür steht und sagt, hey, ich wollte Sie eigentlich verklagen, können wir mal reden? Nee, natürlich nicht. Aber wenn ich ihm das so sage, dann kriege ich wieder nur Ärger. Wäre es möglich, nicht mein Problem. Einen Termin zu machen? Ja, deswegen frage ich ja. Wäre es möglich, einen Termin zu machen? Vielleicht ein Telefonat mit Herr Forson. Irgendwas, was ich vorweisen kann. Ja, an wann hatten Sie denn gedacht? Telefonat vielleicht heute oder morgen? Heute. Gute Frau. Deswegen. Nee, das funktioniert nicht heute. Nein. Nein, deswegen heute oder morgen. Ich guck mal. Bleiben Sie mal in der Leitung. Und dann schaltet sich eine schöne Naja. Warteschleife ein. Bleibst erstmal 5 Minuten in der Warteschleife. Ja, ich würde dessen Karen fragen, ob sie schon mal anfangen kann, um das Anwesen rumzufahren. Dann kann Anna gucken, wie viele Leute da ungefähr drin sind. Vielleicht ist er ja auch gar nicht zu Hause. Das kann ich wohl tun, ja. Ja, dann guckt Anna mit ihrer Brille einmal quer durch alles durch. Ja, du zählst mindestens 10 Wachen, die da irgendwie Leute, die da Angestellte, was heißt Wachen, ne? Irgendwie, wahrscheinlich sind so Gärtner und Butler und so ein Zeugs. Den Forson kannst du auch sehen. Der ist ziemlich sichtbar dadurch, dass er einiges größer ist als alle anderen. Ja. Was macht der gerade?
Der sitzt anscheinend irgendwie gerade in irgendeinem Büro. Okay. Und unterhält sich mit ein paar anderen Leuten, die mit ihm an einem Tisch sitzen. Eine andere große Person ist auch noch da. Die ist aber nicht so groß wie er, aber schon größer als alle anderen. Gibt es irgendwo Stellen, wo ich nicht durchgucken kann, wie damals bei diesem Siegel? Nee, ganz frei überall hingucken. Was du auf jeden Fall auch noch sehen kannst, ist, dass auch eine Frau und zwei Kinder da rumlaufen. Weißt du überhaupt, wie dieses Herz des Winters aussieht? Es wird ein gut bewachter Raum sein, von daher würde ich einfach nur gucken, wo permanent Wachen vor irgendeiner Tür stehen. Oder nach einem Safe. Das erkennt man ja auch, wenn der in der Wand ist. Ja, wie stellst du dir denn das Herz des Winters vor? Das hat euch ja keiner gesagt, wie das aussieht. Wie so ein Herzcontainer-Kristall bei Zelda, ganz blöd gesagt. Also echt nicht so. Aber es kann auch was ganz anderes sein. Also, aber so die Assoziation habe ich. Ja, aber es ist echt nicht schlecht, nach so einem Raum zu suchen, der vielleicht ein bisschen bewachter ist. Wo vielleicht auch ein paar Kameras hingestellt sind, so vielleicht Türen sind, die großen Safe gibt es wohl. Sind. Ja. So ein Safe-Raum. Genau. Also ein Raum für einen begehbaren Safe quasi. Und es gibt auch noch einen Safe-Raum. Also auch noch. Wie heißt denn die Panic Room, ne? Okay. Kannst du auch noch sehen, ja. Ich glaube schon. Kameras sind ohne Ende auf dem Anwesen. So. Hier, Frau, wie heißen Sie eigentlich? Hallo? Sind Sie noch dran? Ja. Wie war Ihr Name? Winter. Winter, ja. Frau Winter, ich kann Ihnen morgen einen Termin im Büro anbieten. Um 16 Uhr. Oh, das wäre super. Vielen Dank. Könnten Sie mir nochmal die Adresse geben? Dass ich sie dazu schreibe? Dann lasse ich die Notiz direkt hier. Natürlich, gibt dir die Adresse. Vielen Dank für Ihre Umstände. Ja. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ja, dann reiche ich die Notiz mit dem Termin für morgen so und so viel Uhr durch. Okay. Was machen wir denn damit jetzt? Heute Nacht investieren und morgen einbrechen. Zu der Zeit, wo er den Termin hat, ist er nicht da, ne? Ja. Das ist ein Argument. Das ist gut, immerhin haben wir den. Noch ziemlich schnell. Blöd wird's nur, wenn er das Herz mitnimmt. Aber das würde Anna doch sehen, oder? Wenn sie das den so ein bisschen scannt. Ja, genau. Und ich meine, dann können wir ihn auch Ja, aber wer weiß, was Anna alles schon gesehen hat mit dieser Brille. Oh Gott, ich bin geschädigt fürs Leben. Ja. Okay. Aber es müsste klappen, ja. Sollte er es mitnehmen, können wir ja auch Wegelagerer-mäßig tatsächlich ihn auf offenem Feld attackieren. Da wird ja wahrscheinlich nicht mit einer Präsidentengarde durch die Gegend gurken. Zumindest fraglich. Ja, dann. Aber bleibt ja noch campieren, oder? Ja, aber können wir vielleicht wirklich dann die Aktion in der nächsten Spielrunde machen? Ich merke gerade, wie es bei mir irgendwie total abbricht gerade. Ich bin so müde jetzt irgendwie. Ich hätte das an dieser Stelle eh abgebrochen, weil ich den Part noch gar nicht intensiv vorbereitet habe mit der Begegnung. Alles klar. Okay. Aber zumindest könnt ihr euch ja noch einig werden, was ihr denn jetzt macht. Ihr seid euch ja noch nicht einig, wie das genau vonstatten gehen soll. Dann setzen wir da nächstes Mal an mit dem Plan, den ihr da schon habt. Wir könnten
versuchen, offensichtlich einzubrechen und zu hoffen, dass ihr vielleicht morgen das Herz des Winters mitnimmt, wenn er es da hat. Dann ist er wahrscheinlich leichter zu überfallen, als wenn wir damit viermal im Haus rumrennen, oder? Oder denke ich jetzt um tausend Ecken? Also ich weiß halt nicht, was wir mit den ganzen Kameras machen sollen. Also okay, wir können uns einfach maskieren. Wir schneiden die Kabel wieder durch. Ist das eigentlich nicht gegen dein Gerechtigkeitsempfinden mit dem Einbrechen, Sigurd? Da dieser Typ ja eindeutig Unrecht tut, nein. Ja, tut er das? Na gut. Tut er das? Moment. Ich glaube, da muss ich bis zum nächsten Mal drüber nachdenken. Hast du genug Zeit wahrscheinlich, ja. Okay, also euer Plan ist, den Termin abzuwarten, den ins Leere laufen zu lassen und ihm, wenn er das mitnimmt, aufzulauern und ansonsten einzubrechen und das Ding rauszuholen. Ja. Okay. Ja, wir haben ja jetzt auch ja schon 2 Stunden dann gespielt. Das ist ja immer eine gute Zeit für Cyan-Runden. Danke fürs Mitmachen. Ihr seid ein bisschen zügiger durchgekommen, als ich dachte. Aber das macht ja nichts. Beim nächsten Mal dann die Begegnung mit Gunnar Forsson, dem Riesen, der hinter allem steckt. Oder vielleicht arbeitet er auch nur für irgendwen, wer weiß das schon so genau. Wann es weitergeht, könnt ihr im Nordpol sehen, www.nordpolforum.de. Guckt einfach mal unten auf den Link draufklicken und sich anmelden, ist ein tolles Forum. Und wir setzen uns gleich noch zusammen und planen dann die nächste Einheit. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Mir hat's Spaß gemacht. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Tschüss. Ja, tschüss. Schlaf gleich ein. Das war so langweilig. Okay. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Stream stoppen.